Okay, so, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Ja, wir zocken heute wieder mal Call of Cthulhu. Die Steffi wird heute wieder den Part der Schlechterin übernehmen hier. Und ja, Steffi oben als SL eingetragen, unter mir die bezaubernde Julia als Kete Schnarrenhäuser heute unterwegs. Darunter haben wir den Hermann Heinz, der verkörpert wird vom Lars. Und darunter unsere selbstverliebte Lotte, die unbedingt die Gertrude Schwarz spielen möchte, die unbedingt ihr Foto auch sehen will, während sie spielt. Hallo Lotte. Hallo. So, ja, ich spiele den Kurt Brockmann und ich würde sagen, wir lassen uns einfach auf jeden Fall mal überraschen. Ich begrüße mal hier die Letzten, die sowas geschrieben haben. Den Moose bei 1984, Ghost of the Elder Ones. Den Klumpenjumpen, der ist da, der Marv Taker ist da, die Geister Steffi. Hast du einen Pulli an, Geister Steffi? Lord Glotz ist da. Der Moobot ist auch schon wieder hier. DX Dinnen Easyon 1804, Jadegott, wie ihr alle heißt. Der Holzi Chrissy ist auch da. Der Holzi Chrissy spielt am Sonntag mit uns Dungeon Crawl Classics. Freue mich mega drauf. Ja, wird die Julia für uns leiten dann. So, Donnerstag, Rime of the Frostmane. Und jetzt würde ich sagen, halte ich den Mund und gebe das Wort an unsere Frau Dr. Stefanie. Ja, cool. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Okay, ja, wir haben 1925. Ja, Freunde der Nacht, das war's dann heute. Ja. Steffi hat ein Disconnect. Du hast gesagt, wir haben 1905 und weg war's. Nochmal, Steffi. Okay, sorry. Also, wir haben 1925, wir spielen in Camborn in Deutschland diesmal und ein Jahrmarkt eröffnet heute Abend und ich denke, ihr stellt euch vielleicht alle erstmal vor, dann kann ich eure Namen aufschreiben und wir haben eine bessere Vorstellung, mit wem wir es zu tun haben. Fangen wir mal an, Lars. Ja, ich bin Hermann Heinz. Mein richtiger Name ist allerdings Viorel Balan. Ich bin vom ziehenden Volk, 43 Jahre alt, sehr klein, sehr kräftig, war früher Stadt- oder landbekannter Kirmesboxer, hab reihenweise die Leute umgehauen, die mich aufgrund meiner Körpergröße stark unterschätzt haben. Um ein Klischee zu erfüllen, habe ich auch einige krumme Dinger gedreht, eingebrochen und gestohlen und so weiter und so fort. Versuche das aber jetzt weitestgehend zu vermeiden und mein Geld mit handwerklichen Arbeiten zu verdienen. Ja. Ja, Freunde der Nacht, hier ist kein Platz für Alltagsrassismus. Ja, hier wird das ziehende Volk gesagt. Ja. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin für sowas heute nicht aufgelegt. Ihr Lieben. Entschuldigung, Steffi, du musst den nächsten Mal. Ja, mach doch mal weiter. Dann hast du auch was zu tun. Ja, Freunde der Nacht. Ich bin Kurt, das hat meine Lehrerin auch immer gesagt. Ich bin Kurt Brockmann. Ja, und Kurt Brockmann ist ein Altertumsforscher. Und ich bin 42 Jahre alt. Ein Bild von einem Manne. Ich spiele also quasi mich selber heute. Ja. Wobei ich jetzt schon etwas älter bin, noch 2 Jahre. Das ist schon nichts dazu sagen. Aber mein Bestes an mir ist mein Charme, mit dem ich jede Frau um den Finger wickeln kann. Ich habe nämlich 70% in Charme. Ja, also da könnt ihr euch, haltet die Schlüppis fest, Mädels, hier kommt Kurt. Oh Gott. So. Ohne Helm und ohne Gurt. Kommst du aus Camborn oder und was? Ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir alle Agenten der PIS sind.
Ja gut, alles klar. Und von daher ist mir das wurscht, wo ich herkomme, aber ich bin ein PIS-Agent, halt Altertumsforschung, dadurch bin ich da irgendwie reingerutscht, die braucht mal irgendwann Spezialisten. Mein und Internet ist so schlecht heute. Hebräisch ist so mein Ding, ja. Ja, müssen wir mal da vom Land in eine Stadt ziehen, Steffi? Ich glaube, das ist das Problem hier, dass ich mitten in Scheißdreck Frankfurt wohne. Zieh nach Offenbach. Hast du das noch gehört? Ich hab, glaube ich, nichts gehört. Es ruckelt echt gerade drin, ziemlich heftig. Zieh nach Offenbach. Nach Offenbach, ne. Dann bist du unten durch, glaube ich. Lotte, willst du weitermachen? Ja, ich spiele Gertrude Schwarz. Die ist auch eine recht kleine Person, auch recht schwächlich und äußerst ungeschickt. Sie ist allerdings mit drei älteren Brüdern aufgewachsen und sie wurde da so unter die Fittiche genommen. Und da die alle als Soldaten eben im Krieg waren, allerdings dort auch geblieben sind, hat sie aber trotzdem eben den Zugang zu Waffen gehabt und die haben eben gesagt, als sie immer mal wieder zu Hause waren, hier, du musst das unbedingt lernen, du bist so klein, du musst dich verteidigen können. Deswegen kann sie ziemlich gut eben mit Schusswaffen umgehen. Genau, das sei genau. Dann sind die Brüder eben ja nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt und die Eltern haben das überhaupt gar nicht verpackt und sind eben mit Geistesstörungen in einer Klinik. Und da sie ja ständig dann dort ist und war, hat sie eben ihr Interesse dafür entdeckt und ist eben jetzt selber Irrenärztin und hat selbst Patienten, die dem okkulten Wahn eben so verfallen sind und ist dann eben auch für Piss. Arbeitet eben auch für Piss. Ebenfalls wie die anderen. Und ist selbst so ein bisschen nicht mehr weit von, wie das halt so ist unter ihren Ärzten, ne? Färbt alles ein bisschen ab. Ach, klar. Jule? Ja. Ich spiele die Käthe Schnarrenhäuser, 32 Jahre alt und ausgebildete Bundesagentin beim PIS. Bin eigentlich ganz normal groß, aber relativ stark und wo es auch immer nur geht, in jeder freien Minute mache ich irgendwo affige Liegestütze oder Turnübungen an den Türrahmen und beim PIS bin ich gelandet, weil Bürojobs mir dann halt aufgrund dieser Tätigkeiten irgendwie nicht mehr zugesagt haben und meine Eltern haben dann durch Vitamin B einen Job beim PIS für mich organisiert. Okay. Deine Eltern haben den Job beim PIS organisiert? Ja. Alter Schwede, ey, jämmerlicher geht's ja gar nicht mehr. Ja, der Vater war Bürgermeister und kannte dann jemanden, der jemanden kannte. Ganz erbärmlich auf jeden Fall. Achso, und ich komme aus Bremen. Ey, wir sind eine Spezialeinheit, da kann dein Vater doch nicht hingehen und sagen, hier, ich habe hier so eine Graupe an Tochter, nimm die mal bitte. Was geht denn bei euch? Was ist denn mit dem Piss passiert in den letzten Jahren? Das Piss ist auch nicht mehr das, was das mal war. Wissen denn alle, was das Piss ist noch bei uns hier? Nicht, dass sie alle irgendwie denken, was, wo sind wir denn Mitglieder? Piss ist doch auch noch relativ jung. Genau, also Ghost. Ghost of the Elder Ones schreibt schon Paranormal Investigations Special Service. Oder waren wir Secret Service? Ich weiß auch nicht mehr genau. Special. Ja. Special. Wir sind special. Auf jeden Fall. Alles ja. Lars, du bist jetzt aber nicht beim PIS dabei, oder? Ich lasse mich aber gerne anheuern. Also wenn es da was zum Verdienen gibt. Klar. Ich brauche immer Geld. Wir nehmen jede Nulpe. Offensichtlich. Achso, das habe ich bei meiner Charaktervorstellung vergessen. Da meine Uroma Kartenlegerin war und so weiter und halt handlesen konnte, habe ich da auch so einen leicht, aber nur ganz leichten, affinen Touch zum Okkultismus. Also mir ist das jetzt nicht völlig weltfremd und wenn es bluten kann, können wir es niederschlagen. Na, das war jetzt aber nicht ganz vorurteilsfrei hier, mein Freund.
So, ja. Du bist mir heute noch zum Explodieren, oder? Ich dich? Du mich? Wo ist mein Bild? Wo ist mein Bild? Ich will mein Bild! Ich habe eine Viertelstunde nach einem scheiß Charakterbild gesucht. Du hängst so viel mit kleinen Kindern ab. Das kann sein. Ich habe eben auch gesehen, das Bild sieht man gar nicht. Das wäre nur für mich. Ist ja auch okay. So. Ja, okay. Sind die PIS-Agenten schon alle in Cambon oder habt ihr da irgendwas gemacht gerade oder habt ihr da was abgeschlossen und wollt jetzt euch einen schönen Abend auf dem Jahrmarkt machen oder wie hattet ihr es gedacht? Keine Ahnung, ihr habt mir gar nichts gedacht. Gut, dann bestimme ich das einfach. Ihr hattet irgendeinen geheimen Geheimauftrag. Okay. Und habt viel Geld dafür bekommen, dass ihr schon wieder vergessen habt, um was es sich dabei gehandelt habt. Und deswegen seid ihr jetzt, wolltet ihr eigentlich morgen aus Cambon abreisen. Und Lars, ja, ich hatte ja im WhatsApp schon geschrieben, warst du damit einverstanden oder du kannst ja auch was eigenes. Na, passt vollkommen, ist vollkommen okay. War nur eine Idee. Okay, dann ist Lars dort und so um der alten Zeiten willen. Du kennst da wahrscheinlich auch viele irgendwie vom fahrenden Volk, die da irgendwie ihre Buden aufgestellt haben. Auf jeden Fall ist heute in Cambon Jahrmarktseröffnung und da strömen schon die Kinder nachmittags hin und schauen sich da die Artisten an, die da mit ihren Pferdchen und Hunden irgendwelche Übungen machen, um sich für den Abend vorzubereiten. Die Musiker proben schon mal und da werden gerade die letzten Buden irgendwie auf Vordermann gebracht. Und um 18 Uhr ist dann die große Eröffnung mit Bierfassanstich. Und viele, viele Camborner sind schon dort. Und es ist ein schönes Wetter und die Atmosphäre ist total angenehm. Es wird gelacht, getrunken und es ist eine ganz lockere Atmosphäre. Es gibt allerlei Buden, an denen man sein Glück versuchen kann. Schießstände, Dosen werfen, man kann auch Apfel beißen. Es gibt, wie gesagt, Ponyreiten für Kinder, die heute ein bisschen länger aufbleiben dürfen. Und da hat einer auch trainierte Hunde, mit denen er solche Schauen irgendwie, die da über irgendwelche Reifen springen und sonst was machen. Also es ist ein netter Abend. Ach, das haben wir uns aber auch verdient nach diesem Auftrag. Hier gibt es doch bestimmt so ein Hau den Lukas da, könnte ich sagen. Genau. Musst du das jetzt echt wieder machen? Da gewinnst du doch eh. Doch, natürlich. Muss mal wieder im Mittelpunkt stehen. Na, ich schaff das. Danach kommt ihr aber auch mit zum Schießstand. Von mir aus. Ich glaube, ich möchte mir so eine Papierblume da schießen. Sehr gut. Ja, der Typ am Hau, den Lukas, du kommst da ja zielstrebig drauf zugestapft irgendwie und er verkennt die Situation. Er ist, ach, junge Dame, versuchen Sie Ihr Glück. Ja, bitte, wenn Sie Unterstützung brauchen, eine der werten Herren in der Runde, er zeigt da auch so ein paar Typen, die da schon so ein bisschen die Köpfe zusammenstecken und so lachen, obwohl du ja auch nicht gerade zart gebaut bist irgendwie. Ja, und dann kannst du da dich am Hau, den Lukas probieren. Hilfe, dass ich nicht lache. Ja, nehm den Hammer, oder wie nennt man's? Da in die Hand und klopp so richtig auf diesen Knopf da ein. Was ist denn dein Stärkewert? 70. Okay. Ja, du knallst, dieses Ding knallt da oben gegen die Glocke und fällt dann auch schon wieder nach unten und ach! Junge Dame, Sie haben hier unseren Hauptpreis gewonnen. Er überreicht dir. Eigentlich ist es für Männer gedacht, so, er überreicht dir. Ja, es tut mir leid. Also es ist selten, dass Frauen hier bei uns so derart ihre Kräfte beweisen. Er hat irgendwie so eine Flasche Petermanns Bartöl, was er dir irgendwie überreicht. Und ja, aber wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen später gerne noch was zu trinken aus. Als kleine Entschädigung für das nicht ganz den ganz passenden Hauptpreis. Danke. Aber ich trinke nicht, nein. Überlegen Sie sich. Und dann wendet er sich schon wieder den Umstehenden zu und versucht da die Leute irgendwie beizuschaffen. Käthe, du musst doch auch mal irgendwie mal vielleicht einen Mann kennenlernen. Sehr doch mal was. Immer dieses Training überall. Muss mal deine Augen öffnen. Hast aber du guck mal, was das für Muskeln gibt. Ja, guck dir doch mal den
Herren an, der hat doch auch Muskeln. Da könnt ihr den ganzen Abend immer Armdrücken machen, Mensch. Das wäre doch herrlich. Das gewinne ich doch sowieso. Komm, wir gehen jetzt zum Schießstand. Na gut. Bist du jetzt dabei eigentlich, Micha? Ich bin dabei, würde ich sagen, ja. Hast du einen Bart? Komm mit. Was? Ein Bart? Ich habe einen Bart, ja. Ich werfe so das Bartöl sozusagen. So ein Moustache. Mhm. Ach ja, dein Charme, der wird da bestimmt nochmal... Oh ja, kurz, das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich mach mal so ein bisschen auf und riech mal so ein bisschen Petermanns dran. Petermanns Bartöl ist ganz was Tolles. Ja. Mach mir das so ein bisschen auf die Finger und zwirbel mein Moustache so ein bisschen nach oben, so gut es geht. Läuft gerade so eine... ein Rudel junger Damen vorbei, die dich so kichernd irgendwie dabei und dir so Blicke zuwerfen. Oh. Guten Abend, die Damen. Nun, wo wolltet ihr hin zum Schießstand? Die Schießstand. Ich möchte auch mal einen Preis gewinnen. Hier die Blume. Ich wollte doch unbedingt diese... Die kann ich... meiner Mutter in die Irrenanstalt bringen. Das nächste Mal. Sie wird sich freuen. Sie hat schon so lange keine... Warum liegt deine Mutter noch mal in der Irrenanstalt? Ach, die hat einfach den Tod von meinen Brüdern nicht verkraftet. Bist du dir denn ganz sicher, dass du den gut verkraftet hast? Also ich möchte ja wohl bitten... Na, war nur eine Nachfrage. Nun, dann lasst uns doch mal zum Schießstand gehen. Zu Kopf gestiegen. Ihr macht euch auf den Weg zum Schießstand. Was macht denn Lars? Ich gucke mich einfach mal ein bisschen um, ob ich ein paar alte Gesichter wieder sehe. Siehst du auf jeden Fall. Also, ob es irgendwo Ärger gibt oder so. Oder vielleicht entscheide ich mich auch, beim Standaufbau irgendwo zu helfen, wo vielleicht eine helfende Hand gebraucht wird, um mal wieder eine warme Mahlzeit und ein Getränk spendiert zu bekommen. Ja, das findest du auf jeden Fall. Also, da der Karl da, der scheint da irgendwie noch Schwierigkeiten gehabt zu haben, da seine ganzen Kisten und die ganzen Preise in die Regale einzuräumen. Der hat da so einen Ringewerf-Stand und hat da irgendwie so, kämpft da mit irgendwelchen Plüschbären, die er da aus den Kisten in die Regale einräumen will, während da die Leute schon so ein bisschen ungeduldig stehen und auf die Preise zeigen, die schon ausgestellt sind. Und ja, du erkennst an vielen Ständen immer so ältere Leute, die da einfach schon Jahre um Jahr da im Land herumziehen und alle grüßen dich auch und ja. Ja, dann würde ich dem Karl meine Hilfe anbieten. Karl, brauchst Hilfe? Ach, Hermann, komm, diese blöden Teebären, echt, also sowas hat es früher nicht für Preise gegeben, so ein Quatsch, aber die Leute fahren irgendwie total drauf ab. Aber es ist aus den guten Klapptaschenmessern geworden, wo die Jungs drauf abgefahren sind. Ja. Plüsch-Teddys. Unglaublich. Ja, mit meinen knapp über 1,50 habe ich natürlich ein bisschen Probleme, die Bären in die Regale zu räumen. Hast du für mich so einen kleinen Tritt? Dann kann ich dir da beim Einräumen helfen. Ja, dann würde ich ihm helfen. Ja, die anderen laufen gerade an so einem Ringewerfstand vorbei, wo so ein kleiner Mann sich bemüht, irgendwelche riesigen Teddybären in Regale zu räumen, die halb so groß sind wie er. Und nebendran ist auch der Schießstand, wo auch schon einige junge Herren mit ihren Freundinnen irgendwie stehen und die zeigen dann auf irgendwelche Sachen und die Jungs bemühen sich dann da mit störrischer Miene die Preise zu schießen, aber dieses Gewehr, also das verzieht auch irgendwie und es ist irgendwie... Ich gehe erstmal zu dem Stand, wo dieser kleine Mann da die Plüschbären einräumt. Buongiorno, mi chiamo. Redest du Hermann an, oder? Ja, natürlich. Was meinst du? Du bist kein Italiener? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Nein, ich bin Deutscher.
Hermann. Achso, hi. Hallo, ich bin Kurt. Freut mich, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Ich kann eigentlich, ob ich jetzt da mit der verzogenen Knarre schieße oder... Ja, gib mal her. Ja, nehme ich ihm, weiß nicht, was es kostet, wahrscheinlich 10 Pfennig oder was und dann kriegt er 3 Ringe oder 5. Ja, dann nehme ich mir mal die Ringe und dann versuche ich mal, die zu werfen. Ja, dann würfel doch mal auf Geschick, ob du wie viele du triffst. Wo habe ich den jetzt gewürfelt? Ach, da. Das sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Oha, nicht schlecht. Ja, dann triffst du auf jeden Fall 4 von 5. Und locker aus der Hüfte schmeißt du da diese Frau. Und während ich das mache, ne, neben mir steht eine junge Frau, da mache ich so. Ja, während des Kichern scheint irgendwie gerade Mode in Kambon zu sein. Auf jeden Fall ist es ja nicht die erste Dame, die irgendwie sich da ergießt, aber sie geht so ihr Haar ein und guckt sich so ganz scheu von der Seite. Krieg ich einen Teddy jetzt irgendwie, oder? Ja, du kriegst auch so einen komischen Teddy. Super, dann ist nehme ich den ich ins oberste Regal stellen hätte sollen, den gebe ich ihm jetzt. Danke, Mann. Ist da irgendwie ein Typ bei der? Nee, die ist da irgendwie von ihr, da steht noch so ein Rudel anderer Frauen irgendwie so ein bisschen in der Nähe, aber sie wurde so ein bisschen vorgeschubst. Ja, dann gebe ich ihr den Teddy und sag, junge Frau, der ist nur für sie. Nur ihre Schönheit kann die Schönheit dieses Bären aufwiegen. Ja, und sie ergeht sich wieder in einem Kicheranfall und wird ganz rot. Mein Name ist Kurt. Wie ist denn Ihr werter Name? Mein Name ist Michelle. Französin? Ach, meine Eltern sind irgendwie frankophil, ja. Schade. Haben Sie Lust noch etwas mit mir zu trinken? Ich würde Sie auf einen Kaffee einladen, wenn Sie möchten. Und eine Ernte 23 vielleicht. Oh, das würde mich sehr freuen. Und sie wirft so einen Blick zu ihren Freundinnen zurück, die dann alles so irgendwie so Gesten machen, irgendwie um sie so vorzuschubsen. Und dann so, ja, aber ich muss vor Anbruch der Dunkelheit zu Hause sein. Ach, das ist ja natürlich Ehrensache. Dann lassen Sie uns doch einen Kaffee trinken gehen. Ich halte ihr meinen Arm hin, dass sie sich einhaken kann. Ja, Kurt ist 10 Minuten auf diesem Jahrmarkt und hat schon die erste Schnalle klar gemacht und zieht dann mit der von dannen, während ihr da am Schießstand nebenan ihn nur sehen könnt, wie er der mit mit ihr abzieht. Wir sehen uns später. Ja. Im Hotel. Viel Spaß. Im Hotel. Arbeitskollegin, müssen Sie wissen. Nicht ganz helle, aber die kann man sich ja leider nicht aussuchen. Ja, nicht ganz helle, habe ich jetzt nicht gehört. Viel Erfolg. Gott sei Dank. Ordentlich Knoblauch essen vorher. Ja, Kraft. Und dann zischen wir ab und ich suche so eine schöne Kaffeebude, wo ich dir so einen richtig guten Kaffee kommen lasse. So aus der gebrühten Maschine ohne Crema. Nee, da gibt's so eine Maschine, das ist so ein Riesenteil und dann schüttet der da so frische Bohnen rein und malt das mit der Hand. Reingepresst und dann gießt er da heißes Wasser drüber und der Duft von so frisch gebrühtem Kaffee steigt dir in die Nase und. Die werden vorher nicht von Katzen gegessen, oder? Nein. Mit Sicherheit, nur den besten Stuff. Ja, die anderen sind beim Schießstand und versuchen ihr Glück. Ja. Ich würde ja gerne mit dem... Also ich habe auf jeden Fall meine Faustfeuerwaffe sehr schön geskillt, aber natürlich mein Gewehr nicht. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinn, aber so ist es halt. Ich würde es mal ausprobieren. Ja.
Das fordert, um da mit diesem Schrottding zu treffen, was der da liegen hat, fordert das einen schweren Erfolg, weil das ist echt irgendwie richtig verzogen und du kennst dich zwar gut aus und kannst es vielleicht so ein bisschen austarieren, aber boah, das ist echt. Also, Fernkampfgewehr, ne? Mhm. Nee. Also, dieses Ding ist wirklich unglaublich verzogen. Du schießt echt, also bist du ja echt ein guter Schütze, aber nee. Aber ich muss auch sagen, also, das ist alles hier ein bisschen hoch, ne? Also, ich kann das Gewehr kaum irgendwie auflegen. Ich glaube, ich brauche auch so einen Tritt wie der Herr hier in unserer Ringbude, Ringwurfbude. Siehst du, Gerti, ich habe es dir immer gesagt, du musst deine Arme trainieren, damit du das Gewehr besser halten kannst. Ja, aber das macht mich ja nicht größer. Aber kräftiger. Und ich lehne mich direkt hier an die Bude und stütze mich immer so ab mit einem Arm. Muss ich dir mal vorstellen. Hängt mit einem Arm an der Dachrinne. Irgendwann hebst du die Bude dann so hoch, die ganzen. Ey, ohne Scheiß, das hat einer im Fitnessstudio gemacht, ne? Da, alle da ganz normal an den Geräten, ne? Und aber der hatte sie nicht alle, ne? Der rennt ja zu so einem Gerät und hebt das ganze Gerät so hoch und stemmt das so hin und her. Ey, den haben sie aber auch nachher rausgekickt, ey, der hatte sie voll nicht alle auf dem Zaun. Der Typ. Könnte die Bude ja passend so heben, dass Gerti trifft. Yeah. Ja, guckst du, wie die Kugel fliegt und demnach ziehst du die Kugel, die Bude genau. In die richtige Position. Genau. Ja, junge Frau, machen Sie sich nichts draus, sagt da so ein alter Mann mit so einem Vollbart. Das ist auch eher was für Männer. Ich bezahle meinen Wurf und meinen Schuss und... Komm, Käthe. Wir machen irgendwas anderes. Also diese Gewehre, die sind es wirklich nicht wert. Da, also mit meiner Pistole kann ich ja Welten besser schießen. Die Hundeshow ist zum Empfehlen, werte Damen. Ach, Sie vom Ringstand, die ja, Hundeshow? Ich guck so über den Tresen. Nein, so klein bin ich auch nicht. Also 1,56 Pierre Littbarski quasi. Gerti, möchtest du so einen Teddy? Nein, ich möchte keinen Teddy. Wenn ich jetzt die Ringe geworfen hätte, hätte ich vielleicht die Rückwand eingeworfen von der Bude, aber... Oder mir vom Kopf geschossen oder so. Was? Nee. Ich weiß nicht, wo das ist, du. Und Sie meinen... Ich zeige Ihnen, wo die Hunde sind. Kommen Sie mit. Moment. Komm, Käthe, wir gehen mal mit. Hunde sind doch wirklich herzallerliebst. Und während ich da so in deine Richtung gehe, stolper ich über meine eigenen Füße so ein bisschen so, huch, Entschuldigung, da schieb dich mit einem Finger so wieder in Position. Seht ihr eher wohlhabend aus oder nicht so? Bitte? Seht ihr eher wohlhabend aus oder nicht so wohlhabend? Ich bin so mittel, aber ich bin, hab dafür 80 Erscheinungen, also ich bin eine angenehme Persönlichkeit. Würde ich jetzt mal so sagen. Schöne Frau, meine Güte. 80 Erscheinungen hast du? Ja, lieber. Warum sagst du das jetzt erst? Warum sagst du das jetzt erst? Ja, der kennt deinen Charakter, das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, das könnte sein. Ja, die Hundeschau, da sind, ist so ein kunterbuntes Zelt aus so lauter. Ja. Ja, da auf so Holzschildern sind da irgendwie so 5 Pudel abgebildet, die da irgendwie so Männchen machen und anscheinend, ja, da steht so ein, auch so ein verkleideter Mann vor der vor dem Zelteingang, so Herr, Damen und Herren, die große Pudelshow beginnt in 5 Minuten, holen Sie sich noch ein Ticket, ist gleich ausverkauft. So macht er da seine Show. Gerade rechtzeitig. Warum haben wir eigentlich keine ausgebildeten Hunde beim Piss? Oh, das wäre etwas. Ja, doch. Ich, das wäre eigentlich perfekt. Ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, so ein paar Hunde zu trainieren. Das ist ja,
Im Grunde genommen alles, was uns als Menschen irgendwie ausmacht, das haben wir ja schließlich auf eine ganz ähnliche Art und Weise gelernt. Was ist Piss? Also ich weiß was. Aber was ist Abkürzung? Ach. Piss? Ach, wollten Sie eigentlich mit hier in diese Pudelshow? Ich? Sie haben nicht, uns die doch empfohlen. Ach, der kennt sich und winkt dich. Ich habe schon viele Male gesehen. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Komm rein, Mann. Ach. Ich, Burg, Sie kommen auch mit. Ich muster den Hermann erstmal. So von oben bis unten. Ja, wie gesagt, 1,56. Und fast genauso breite Schultern. Ordentliche Muskulatur. Hm. Durchschnittliche Erscheinung. Sieht halt ein bisschen runtergekommen aus von den Anziehsachen her und so. Scheint halt nicht sonderlich viel Geld zu haben. Sie sehen recht stark aus. Ja, ich war Boxer. Trainieren Sie viel? Oh, wirklich? Mhm. Und sind Sie immer noch im Training oder noch aktiver Boxer? Nicht wirklich, momentan. Viel Arbeit auf Baustelle und so. Sie sollten Ihre Stärke nicht auf Baustellen verschwenden. Seien Sie vorsichtig. Balken muss man auch tragen. Ist schwer, Balken. Haben wir irgendwelche Visitenkarten vom Piss dabei? Bestimmt, oder? Bestimmt. Ja, ich fummel mal einen aus meiner Tasche. Und wissen Sie, es werden immer starke Leute gesucht. Ich drück ihm die Karte in die Hand. Das ist paranormal. Das kriegen Sie dann schon mit. Okay. Nichts Perverses, oder? Sie haben es hier mit zwei Damen zu tun. Sehen wir so aus, als würden wir irgendwo arbeiten, wo wir perverse Dinge tun müssten? Das würden wir niemals tun. Bau meine Arme noch mal so ein bisschen auf. Nein, ist egal. Wir gucken Hundeshow. Aber bitte. Pudel sind doch allzu herzallerliebst. Wenn ich dann meiner Mutter und meinem Vater einen Pudel mitbringen könnte. Dann flüstere ich dem beim Reingehen irgendwas zu, dass der mir halt irgend so ein spezielles Leckerli geben soll, was ich dann irgendwie unter dem Sitz oder so von den beiden platziere, dass dann in einem gewissen Moment die Hunde auf sie zugelaufen. Mhm, okay, ja. Ach, steck dir das so zu, zwinkert dir so zu und macht da auf... Gertrud irgendwie so, nickt er so, aha, irgendwie so und macht er irgendwelche anzüglichen Gesten und ihr kommt in ein zuckerwattiges rosa Zelt hinein, wo tatsächlich schon 5 flauschige Pudel zurecht rasiert in der Manege sitzen und begeistert in die Menge hecheln irgendwie und Leute haben dann alle Platz genommen und dann geht da so eine alberne kleine Show los, wo die Hunde irgendwie hinten auf den 2 Beinen dann irgendwie da im Kreis laufen und übereinander rumspringen und keine Ahnung und irgendwie so alberne Sachen machen und die ganze Zeit ist es auch von so einer Leierkastenmusik begleitet und alle da sind so auch so lauter Kinderpublikum, die total begeistert sind und ja, ist irgendwie ganz nett. Irgendwie ist gut, ja. Oder? Und dann am Ende, wenn du das Leckerli da platzierst, dann klatschen dann alle und die Hunde kommen dann tatsächlich dahin und suchen dann zu euren Füßen irgendwie nach irgendwas. Nein, wie süß! Das ist ja goldig. Ich kraul so einem hinterm Ohr. Ach, so puschelig. Aber hast du nicht gesagt, Gerti, dass deine Mutter in einer Ehrenanstalt lebt? Da kannst du ihr doch keinen Hund schenken. Ja, aber ich, ja, stimmt, du hast ja recht. Aber sie wird sich wahnsinnig freuen. Vielleicht kämen sie dann mal auf andere Gedanken. Oh, du glaubst es gar nicht, es ist furchtbar. Darf sie überhaupt ihr Zimmer verlassen? Nein, das ist viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Nein, nein. Besser nicht. Eigentlich darf sie auch ihr Bett gar nicht verlassen.
Ist das sie da festgebunden? Kriege ich ja vor, so richtig mit Paranormales. Ja, weißt du, sonst verletzt sie sich. Das, mein Gott, geht ja nicht anders. Aber wenn ich dann da bin, dann darf sie auch mal die Arme bewegen. Und die Beine, dann gehen wir auch mal spazieren. Aber dann ist sie doch eher am Stuhl festgemacht. Das ist einfach zu gefährlich. An Stuhl festgemacht, kenne ich von... sind Sie Doktor? Nein, also so ähnlich. Ich bin Irrenärztin. Aber ich arbeite auch für das PIS. Ja. Komisch. Habe ich noch nie gehört. Ach, das macht gar nichts. Ein neues, junges Unternehmen. Immer auf der Suche nach starken. Was muss man da machen? Leute verkloppen? Weil sowas mache ich eigentlich nicht mehr. Nur wenn es sein muss. Naja, es kann natürlich vorkommen, dass man sich verteidigen muss. Ja, vielleicht könnt ihr mir spendieren eine Rotwein und wir reden über Peace. Wein sollten Sie aber nicht trinken, wenn Sie Ihre Stärke beibehalten wollen. Dann muss ich viele Wein trinken und Knoblauch essen. Gibt Kraft. Was? Und Knoblauch trinken? Was? Knoblauch essen gibt Kraft. Habe ich dem Mann vorhin auch gesagt, an der Ringbude. Wirklich? Der mit dem jungen Mädchen gegangen ist. Ach, das war doch Kurt. Ja, genau, so hieß er. Kurt gehört auch zu uns. Also auch ja, er ist da ein bisschen schnell unterwegs, wissen Sie. Mal hier, mal dort, sobald ein hübsches Mädchen auftaucht, puff, ist er weg. Er hat aber auch eine gute Grinsen im Gesicht. Ja, der Bart erst, also der zwirbelt den ja ständig. Ich greife mal den so meinen ungepflegten Bart auch so einmal rein. Baguette. Und ich denke mir, so hätte ich das Bartöl doch vielleicht behalten. Dieser Mensch könnte es besser gebrauchen. Ich brauche eigentlich eher mehr. Du hättest dir damit so deinen Bizeps einreiben können. Oh ja, verdammt. Wäre auch schön gewesen, ne? Ja, nachdem ich gemerkt habe, dass das Mädel erst 16 war und nur diesen Teddybären haben wollte, komme ich auch langsam wieder zurück. Ach, das ging Kurt, ja wieder schnell, Kurt. Der Arm ist ja noch jung. Die war viel jünger, als ich gedacht habe. Ja, ist schwierig zu erkennen momentan. Die jungen Mädels, alle sehen älter aus. Ja, oder wie Männer. Was habt ihr gemacht? Wo wart ihr unterwegs? Wart ihr da? Ihr wart nicht in dieser komischen pinken Bude, oder? Doch, das hättest du dir mal anschauen sollen. Solche Hunde könnten wir beim Piss gut gebrauchen. Die sind trainiert. Also, meinst du die auf dem Plakat da drauf sind, diese Pudel? Mhm. Und was sollen die jagen? Irgendwelche pinken Kobolde oder was willst du damit jagen? Pinke Wenn man Kobolde sie auf das Richtige einstielen würde, dann würden sie den schlimmsten Verbrechern hinterher flitzen. Ja, solange der auf einem pinken, herzpupsenden Einhorn reitet, mit Sicherheit. Polizei? Kurt, du hast das nicht so ganz mit dem Training und der Konditionierung verstanden. Habt ihr da überhaupt mitgebracht? Wir haben uns vorgestellt, ich bin Hermann. Hermann Heinz, ach, du bist Kurt. Ja, aus der Bude gerade. Stimmt. Ja, richtig. Gerti, könntest du eventuell mal bitte, ich glaube, ich habe mein Portemonnaie am Ringstand vergessen und ich müsste einmal hier was mit Hermann, könntest du mal gucken, ob ich das da vergessen habe? Na klar. Das wäre total lieb. Ja. Ja, so. Dann gehe ich los. Ja. Und stolper noch mal so aus dem Zeltausgang raus. Hoppla, Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht.
Ja, wenn du wiederkommst und da kein Portemonnaie hinterlegt wurde oder gefunden wurde, hörst du ein leises Klick-Klack. Und ich gebe dir ein Bonbon. Wofür ist denn das Bonbon? Ach, nur so, weil du mir den Gefallen getan hast. Wäre das so. Echt und das erste ist sie immer noch sofort. Ich mach das direkt auf und. Nun, aber. Dann wird sich mein Papa freuen. Ist denn dieser Jahrmarkt hier jedes Jahr oder zieht ihr ansonsten umher oder also gehören Sie hier zum Jahrmarkt oder was? Ich bin nur zu Besuch da. Früher habe ich auch hier gearbeitet und ich war in der Boxbude. In der Boxbude? Gibt's sie noch? Habe ich noch nicht geschaut. Ja, dann lass uns doch mal schauen, ob es da eine Boxbude gibt. Da können wir eine Runde boxen gehen. Auf jeden Fall gibt es da eine Boxbude. Ja, auf! Verstehen wir hier noch rum? Ja, Käthe, mittlerweile endlich die Frauen antreten? Mit Sicherheit, Käthe. Mann. Da kannst du mal die ganzen Männer vermöbeln. Aber pass auf, dass die dich dann nicht wieder, dass die dich auch wieder gehen lassen. Krass. Nicht, dass du mit denen mitgehst. Wahrscheinlich mehr verdiene als beim Piss wirst du da mit Sicherheit. Also, wir haben doch gerade eben wirklich richtig viel Geld verdient. Wir haben natürlich einen großen Auftrag abgeschlossen. Das ist doch. Was heißt denn hier verdient man mehr als bei Piss? Ja, ich glaube, hier verdient man schon gut. Ja, beim Piss auch. Nur wenn Kampf geschoben ist, dann ja, manchmal verdient man gut. Sonst meistens eher nicht. Hm. Der Boxer verdient nicht gut. Der Buchmacher verdient gut. Käthe, möchtest du dir das wirklich antun? Natürlich. Nicht, dass ich dich hinterher wieder mit einem blauen Auge und einer gebrochenen Nase da wegholen muss. Ich habe trainiert. Aber dann siehst du immer so furchtbar aus. Ich heb direkt so zwei Stühle wieder hoch und stell die immer hoch und runter. Ja, ihr kommt dem Boxring näher und da wird schon groß rumgebrüllt. Bekämpfen Sie den muskulösen Matze. Heute der muskulöse Matze, ja, versuchen Sie Ihr Glück, er wird Sie nicht schonen. Kenne ich den oder ist das ein jüngerer? Matze. Ist das ein jüngerer Boxer, den ich nicht kenne? Ja, das ist irgendwie so ein Typ, der sieht schon aus wie so ein Vollidiot, also der hat schon so einen komischen leeren Blick, ist aber dafür halt so richtig aufgepumpt, der ist so fast 2 Meter groß und steht da so und spielt halt so mit seinen Muskeln, hat so ein richtiges Sixpack und ist so, ja... Hat sich auch die Haare so abgeschoren und glänzt überall von Petermanns Bartöl und ja. Willst du wirklich kämpfen gegen Matze? Natürlich. Ich drücke mal Hand, das. Der weiß nicht mal, wo links und rechts ist. Ich drücke mal das Bartöl in die Hand. Sehr gut. Ich wollte gerade danach fragen. Bitteschön. Ich schmier mir die Oberarme damit ein. Auf die kurze Rippe links und dann ein Uppercut. Dann ist K.O. Hat Glaskinn, sehe ich schon. Viel Glück, du machst das. Natürlich. Ich sag dem, der die. Käthe, pass auf dich auf. Der die annimmt, nickt dem zu, weil normalerweise dürfen da keine Frauen boxen. Ja, Mann, ernsthaft, seit wann kämpfen hier denn Frauen? Guck sie dir an. Ja, sieht furchtbar aus. Knallhart, ehrlich, der Typ. Stampft da O-beinig Richtung den Ring und krempelt mir die Ärmel nochmal so hoch. Junge Frau, dass mir aber später keine Klagen kommen. Und Matze guckt dich so an. Weißt du, ist paranormal. Die ist ganz gefährlich. Gut. Hat sie gesagt. Die wetten und alle wetten auf Matze. Ja, ich guck mal mein Portemonnaie. Ach, verdammt. Habe ich meine Geld verloren. Oder zu Hause vergessen, ich weiß nicht mehr. Dann wette ich aber auf Käthe. Ich kenne Käthe, ja. Ja, du kriegst einen wahnsinnig guten, also ich kenne mich damit jetzt nicht aus, deswegen kann ich jetzt keine professionellen Wörter benutzen, aber du kriegst einen super guten Wetteinsatz, weil du bist irgendwie, glaube ich, die Einzige, die auf Käthe gesetzt hat. Kurt, willst du auch mit wetten? Oder was machst du? Ich wette auch mit, ja. Auf jeden Fall. Ich wette natürlich auf Käthe.
Okay, gut, ihr seid die einzigen beiden, die auf Käthe wetten. Und da ist echt, also, ja. Käthe ist so der Dampfhammer. Hat sich auf einen Schlag irgendwie eine johlende Männermenge irgendwie um diesen Ring gebildet. Und der ist so mit Fackeln beleuchtet. Langsam geht auch die Sonne unter und es wird der Sonnenuntergang und die Fackeln werfen so ein episches Licht in diesen Ring, wo Matze stampft da schon so mit den Füßen und da wirbelt so ein bisschen Staub auf und es ist so richtig. Warte mal. Stopp. Ich mache eine Umfrage hier, Freunde. So, neue Abstimmung. Wer gewinnt den Kampf? Dann können nämlich die Zuschauer auch mittippen. Den Kampf. Also Käthe haben wir. Und wie heißt der andere? Der muskulöse Matze. Der muskulöse Matze. Oder Doppel-K.O. So, das Ding läuft. 10 Minuten oder 5 Minuten, Steffi? Ja, das 5 Minuten, das ist halt. 5 Minuten. Okay, das Ding läuft, Freunde. Stimmt ab. Wer gewinnt? Haut eure Einsätze raus. Und dann springt das nochmal auf und ab. Käthe! Da kommt so ein Typ, der ist irgend so ein alter Mann, der hat so einen kleinen Gong dabei. Leute, ein fairer Kampf. Ich will hier keinen Haare ziehen, keinen beißen. Und der guckt die ganze Zeit aber nur dich an. Ich will sehen oder sonst irgendwas. Ein fairer Kampf. Ich zieh nur meinen Mundwinkel nach oben. Naja, schüttel sich nur so ein bisschen und oh Gott, okay. Hier kämpft dieses Tier gegen den muskulösen Matze und er gongt und verschwindet schnell aus dem Ring. Ja, Matze trommelt sich auf die Brust. Wie so ein bescheuerter Affe und animiert so die Menge irgendwie und alle gehen total ab. Ja. Und dann haben die hier dabei, ja, Matze! Ja, und rasten da komplett irgendwie aus. Und heißt, dass sind die Matze eine Frau verprügelt. Matze! Das ist Kampfborn, da ist das halt so. Irgendwie, ja, dieses Adrenalin und das Testosteron tobt und du stehst da im Ring und ja. Affe kommt so langsam auf dich zu. Ich werfe ihn einem stechenden Blick zu und knurre ihn nochmal so richtig an. Komm doch her! Ja, und Matze macht sich bereit und geht so in Boxerstellung und willst du seinen ersten Angriff abwarten oder wie willst du dich verhalten? Ja, ich würde mich dann gerne wegducken. Genau, ja, Matze holt irgendwie so halbherzig aus, weil er dich nochmal so mustert und boxt erstmal so in Richtung deines Oberkörpers irgendwie so. Ja, ich duck mich dann weg und würde dann gern von unten mit der Faust nach oben ausholen und irgendwie direkt hier unter das Kinn zimmern. Okay, Matze hat so langsam geschlagen, da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt eine Ausweichenprobe. Das war super vorhersehbar. Er ist, glaube ich, nicht so der Techniker irgendwie. Und dann würfel mal deine Nahkampfprobe. Nahkampf. Boah. Okay. Matze, du kommst da von unten mit deiner Faust und wo wolltest du ihn gegen das Kinn hauen? Ja, unter das Kinn. Genau, okay. Und Matze taumelt so zurück und die Menge so, Matze! Ja, und dann so zwei Leute, Käthe! Und alle, Matze! Käthe! Ja, und und dann funkelt er dich so an, weil er das nicht gewöhnt ist, ja? Schon gar nicht von der Frau geschlagen zu werden. Und dann, ich kann ja hier würfeln. Und Matze holt aus und will dir so ein richtig, so aus Rache jetzt so einen richtigen Schwinger verpassen. Du kannst aber auch nochmal ausweichen, wenn du möchtest. Eieiei. Okay. Matze ist halt so ein richtiger Koloss. Oh, 2 Trefferpunkte und er trifft dich voll so gegen das Schlüsselbein. Au! Ich hab gesagt, erst kurze Rippe.
dann den Uppercut. Eure Freundin hört nicht gut zu. Ja, und als du so zurücktaumelst, geht er wieder so und animiert nochmal die Menge nochmal mehr zu johlen und zu toben. Die sind mittlerweile alle völlig außer sich. Und das ist der Kampf des Jahres, ja. Ich sehe da schon wieder. Hinterher muss ich wieder irgendwie gucken, dass sie ihre blauen Flecken und ihre offenen Wunden kuriert. Nein, nein, nein. Ja, ich gehe direkt nochmal auf ihn zu. Ja, ihm läuft schon so ein bisschen, er hat sich da so auf die Zunge gebissen, als du ihn da getroffen hast. Und da läuft ihm so ein bisschen Blut in den Blutwinkel runter und guckt dich so an. Und wenn er so grinst, hat er auch so Blut zwischen den Zähnen und ja, und macht irgendwie so Gehabe. Ja, versucht dann nochmal anzutäuschen, dass er eine Seite freigibt und höre dann jetzt auf den Hermann und hau ihm eins in die Rippe. Ja, mach mal. Der ist so widerlich, der Mats. Furchtbar. Oh. Ja, du hast dich leider ein bisschen zu übertrieben mit diesem Öl eingerieben. Denn du versuchst da zu treffen, aber du rutschst da von seiner eingeölten Brust. Also das ist im Prinzip, gibt es da leider keinen Widerstand mehr. Und du fällst voll aufs Maul. Kein Niederschlag, kein Niederschlag. Ist ausgerutscht. Ja, ich versuche mich schnell hochzurappeln. Ja, das ganze, der ganze Sand klebt jetzt so an deinem öligen Arm und so, ach, so richtig eklig. Und Matze grinst sich nur so an. Du hast die kolossale Kette ist an der Reihe, ja. Kolossale darf nochmal zuschlagen. Ja, Moment. Er greift dich jetzt nochmal an, weil er dich jetzt eigentlich hat er schon keine Lust mehr und greift dich jetzt auch nochmal an. Aber er schwingt so, ist alles halt sehr theatralisch, was er da immer macht und haut so gegen dich, aber er haut, du kannst dich so ganz leicht, brauchst auch nicht ausweichen, irgendwie kannst du so zur Seite und dann hat er auch daneben gehauen. Ja, dann bist du dran, du kannst ihn nochmal angreifen. So. Okay, ja, jetzt hast du wieder mehr Widerstand durch diesen ganzen Sand, der da an dir klebt. Und ja, dann. Wo sieht's aus wie beim Blatt. Nee, wo war das Bloodsport? Wo hast du denn hingeschlagen? Gegen die Schläfe. Okay. Ja, genau, dann du bockst ihm so volle Kanne gegen die Schläfe, deine Schmach des Sturzes hast du da richtig schön reingelegt und Matze taumelt so, verdreht die Augen nach oben und geht zu Boden und die Menge rastet aus. Kolossale Kette! Kolossale Kette! Kolossale Kette! Und die Leute scheißen irgendwie auf ihre Verluste und feiern dich total. Da kommen so ein paar und heben dich so hoch und du bist jetzt der Held des Abend ist die muskulöse Masse irgendwie besiegt und bist jetzt die kolossale Käthe. Ja, lass doch mal hier, zeig meine Muskeln und musst aber rufen, lass mich da feiern. Gerti, wo ist meine Mütze? Kennt keiner Rocky, oder? Gerti! Ich guck mal, wo ich mein Geld eintreiben kann. Ich komme mit. Das ist viel wichtiger. Da haben wir wieder richtig was. Abgesahnt. Du musst du gehen zu Jan. Jan zahlt aus. Jan beglückwünscht euch okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, ihr könnt mal beide ein W20 würfeln und so viel Mark verdient ihr, weil da haben viele Leute jetzt gewettet auf diesen spektakulären Kampf und 12 Mark. 12 Mark, 15 Mark. Sehr gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Alles klar. Das ist wirklich eine schöne Stange Geld und Das kriegst du eigentlich auch ein Preisgeld? Du kriegst auch ein Preisgeld von 5 Mark, ja. Und den Ruhm nicht zu vergessen. Ja, ja. Kolossale Käthe. Ewig währender Ruhm auf dem Jahrmarkt in Camborn. Das ist viel mehr wert als alles andere eigentlich. Ja, also dein Name geht jetzt auf jeden Fall in die Lagerfeuergeschichten des Jahrmarkts ein. Ja, die kolossale Käthe, den muskulösen Matze besiegt. In die Geschichte Camborns. Ja, genau. Ich schnipse Hermann die 5 Mark zu und danke für die Tipps. Du könntest gebrauchen Boxtrainer. Ein bisschen noch. Ja, ein bisschen verbessern.
Aber danke, danke. Gehen wir Gulasch essen. Also ich hätte lieber einen Sauerbraten, muss ich sagen. Den gibt's doch da hinten an dem Stand. Habe ich eben noch irgendwo gerochen. Ja. Gulasch ist besser. Aber geht auch Sauerbraten. Haben Sie denn schon mal diesen vorzüglichen Sauerbraten aus Camborn gegessen? Nein, ich esse immer Gulasch. Dann müssen Sie heute einmal Sauerbraten essen. Ich habe ja gerade Geld gewonnen. Ich lade Sie ein. So macht man das. Danke. Ja, sage ich nicht nein. Kommt, lasst uns Sauerbraten essen. Sie sollten wirklich beim Piss anheuern mit Ihrer Boxerfahrung. Ja, verschwitzt, also zumindest was Käthe betrifft, verschwitzt und voller Staub, aber glücklich macht ihr euch auf den Weg. Und ja, die Sonne ist mittlerweile komplett untergegangen und ihr macht euch auf den Weg. Da gibt es so mehrere Fressbuden halt nebeneinander, wo die Leute jetzt auch sich verteilt haben. Es gibt schon Leute, die so ein bisschen bierselig da durch die, über den Jahrmarkt torkeln, aber es ist alles friedliche Stimmung. Und ihr könnt euer Essen bestellen. Und während ihr da in der Schlange steht und euch irgendwie noch unterhaltet über diesen spektakulären Kampf, den ihr gerade gesehen habt, gehen auf einmal plötzlich alle Lichter aus. Die Kerzen sowie auch die vereinzelten Glühbirnen, die da so als Ketten und in Lampions auch schon verteilt hängen. Und auf einmal wird der Jahrmarkt nur noch vom Mond beschienen und ein unruhiges Raunen geht durch die Menge. Überspannung, also reißen die Glühdrähte oder? Nee, es geht einfach aus. Also es geht irgendwie einfach aus. Auch die Kerzen, alles, was da so Licht leuchten könnte. Als ob so verschluckt wird auf einmal das Licht. Genau. Weg. Was ist denn hier los? Hallo. Ihr könnt alle mal auf Horchen würfeln. Ja, so eine Unruhe macht sich natürlich sofort breit. Hör, ja. Ich weiß gar nicht. Hat einer aufs Ohr geboxt. Ich stolper auf jeden Fall noch mal da lang. Was? Ich kann ja nichts mehr sehen. Alle sind irgendwie so ganz verwirrt, was da jetzt passiert ist. Und Hermann kann so ein bisschen die Kontenance bewahren. Und du hörst irgendwie von etwas außerhalb des Jahrmarkts so ein feines Lachen, was irgendwie so über der Menge schwebt. Also man kann gar nicht so sagen, woher das kommt. Es ist so ein ganz feines Lachen, was irgendwie so über der Menge schwebt, und du kannst es auch trotz des ganzen Lärms, was um dich herum hört, kannst du es so ganz fein hören. Das können die anderen irgendwie nicht. Es verklingt dann aber auch irgendwann. Es hört dann auf einfach. Das ist neu. Und sobald es verklungen ist, gehen alle Lichter wieder an, mitsamt der Kerzen, die auch von alleine wieder angehen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen vor sich zu. Das war noch nie. Das ist noch. Habt ihr dieses Lachen? Weibliches Was? Lachen, ganz helles weibliches Lachen. Ich habe nichts gehört. Käthe stand auf meinem Fuß. Das hat ja die kichernden Damen, die. Nein, die haben anders gekichert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Stimmt, ja, sind dir bestimmt gefolgt, Kurt. Ich denke auch, sie verfolgen dich wie immer. So ein Rattenschwanz an Mädels hinter dir her. Man kann keine. Konnte keine Richtung ausmachen, ne? Nicht so richtig. Also es ist eh, weil es so ganz dunkel war, also und es hat sich irgendwie von überall, als wäre das wie so ein, ja, es hat sich so über der Menge einfach. Es kam auch nirgendwo her, also dass man sagen könnte, da stand jetzt irgendwie eine Gruppe oder es kam aus diesem Zelt oder so. Es war eher, es schwebte so über der Menge. Es war nicht normal, was passiert ist. Meint ihr da? Das war nicht das. Nein, ihr, da das ist war etwas komisch. Paranormales mit im Spiel? Das ruft ja. Das müsste das eigentlich. Ist paranormal. Ah, okay. Wir haben doch hier gerade erst aufgeräumt. Meint ihr wirklich? Aber ich denke, das war nur ein Stromausfall und. Stromausfall? Die Kerzen sind mit ausgegangen. Ja. Nein. Dann ist es schon komisch. Windzug haben wir keinen gespürt, oder? Nee, also das kann man jetzt nicht auf eine super Windböe irgendwie zurückführen. Eigentlich ein schöner, ganz angenehmer, so
klar geht so ein bisschen Wind, aber jetzt kein Sturm oder so. Ist eigentlich eine schöne, laue Sommernacht jetzt. Ist der Jahrmarkt an der Stelle, wo er immer steht? Mhm, ja, so ein Festplatz, da findet auch ab und zu mal ein normaler Markttag irgendwie statt, wenn das irgendwie besonders viele Leute sind. Da gibt es auch den Weihnachtsmarkt und so weiter. Also das ist so ein Festplatz außerhalb der Stadtmauern. Also den alten Stadtmauern. Gibt noch so Überreste vom alten, von den alten Stadtmauern und da. Was könnte das denn bedeuten? Aber diese Stadt ist doch wirklich so verflucht. War eine bestimmte Uhrzeit jetzt gerade? Wenn ich mal auf eine der Taschen- oder Armbanduhren meiner Mitstreiter... Ja, es ist 21.34 Uhr gewesen, müsste das gewesen sein. Aber Hermann, Sie heißen Hermann, richtig? Mhm. Hermann. Hermann. Ja. Also, so Stimmen zu hören, ganz ehrlich, das ist nichts Gutes. Sie hatten gerade davon erzählt, dass Sie ein Kichern gehört haben. Ja. Nun, ich möchte Sie ja nicht beunruhigen, aber... Also wir haben einige Patienten, die so etwas nun behaupten und aber ich habe es gehört. Ja, ja, das sagen sie auch immer. Ich habe das gehört, ganz sicher. Vielleicht habe ich aber auch nur Hunger. Wir haben ja noch nicht gegessen, wir stehen ja noch an. Das kann natürlich sein. Wir wollten gerade Sauerbraten essen. Wären wir mal zum Gulaschstand gegangen, dann wäre das sicher nicht passiert. Bestimmt. Endlich seid ihr auch an der Reihe. Ihr hört noch so Geflüster irgendwie oder Gerede, was da jetzt gerade los war, aber da jetzt sonst nichts weiter passiert ist, hat die Musik auch wieder eingesetzt und die Leute schütteln so den Kopf und zucken mit den Schultern und haben ihr Essen abgeholt und jetzt seid ihr an der Reihe und könnt bestellen. Zweimal Sauerbraten? Käthe, möchtest du auch Sauerbraten? Ja, gerne. Wie sieht's aus, Kurt? Nein, ich muss ein bisschen auf meine schlanke Linie achten. Ich habe hier ein bisschen zugenommen. Einmal Salat für den Herrn. Nee, einen Salat möchte ich nicht, aber eine Wurst einfach. Du könntest einfach mehr trainieren. Wurst. Wurst? Dann klatscht er da so eine, was will, Curry oder... Bockwurst. So eine Krakauer, so eine schöne. Hier eine Krakauer, bumm, und dann klatscht ihr Brötchen da auf den Teller und reicht ihr das so rüber und macht hier schön Sauerbraten mit Klößen und Rotkraut fertig und schiebt das auch dreimal rüber und ja. Das nenne ich mal eine Portion. Das duftet. Das riecht richtig gut. Kurt, riech mal. Vielen Dank. Möchtest du nicht doch was abhaben? Nee, die Wurst ist auch prima. Ach, ich glaube, ich kaufe einfach gleich noch eine Portion und bringe die meinen Eltern mit. Die freuen. Wann also wolltest du denn da hin? Später noch. Aber das wird doch schlecht. Wieso denn schlecht? Wie lange willst du denn das fertige Essen aufbewahren? Ja, ich gehe einfach später noch zu meinen Eltern. Ich habe doch den Schlüssel von der Anstalt. Ich kann die Anstalt ist hier in Cambor? Ach so, in der Nähe, ja. Lassie, du merkst doch, dass sie... Es nimmt einen mit, einen Menschen, wenn das so etwas mit der eigenen Mutter passiert und der Vater tot und... lass sie einfach im Raum. Das ist ihr Montag. Bring das mal deiner Mutter gleich, die wird sich freuen. Vielleicht kannst du ja auch noch so einen... Du wolltest ihr mal einen Hund mitbringen, oder? Ja, so einen Pudel. Bring ihr doch einfach so einen unsichtbaren Hund mit. Ah, der ist sehr pflegeleicht. Das stimmt, ja. Ich habe da auch keine Probleme. Ja, Knuffe. Das ist echt eine gute Idee. Knuffe kurz so an die Schulter und sag jetzt, hör auf, sie... sich über sie lustig zu machen. Und bei meinem Knuff fliegt er natürlich irgendwie Meter weiter weg. Du musst aufpassen.
Sag doch nicht solche Sachen. Das Gute an unsichtbaren Hund ist, wenn du machst mal per Zufall nicht in Klo, sondern woanders hin, kannst du sagen, war der unsichtbare Hund. Ja? Also, wie oft passiert euch das denn? Passiert ja. Ihnen das denn? Gut, eins, zwei Mal. Ich habe mal eben so dahin gemacht. Entschuldigung, das war mein unsichtbarer Hund. Naja, ich habe keinen unsichtbaren Hund. Ich muss immer dafür gerade stehen, wenn das passiert. Ich schaue ihn so ein bisschen betreten an. Manchmal ist es zu kalt oder es gibt keine Toilette. Da muss man nehmen Flasche und wenn keine Flasche da, musst du nehmen Topf oder irgendwas anders. Und bei Männern über 40 manchmal tröpfelt. Du pinkelst in Topf? Ja. Kommt drauf an, wo ich gerade bin. Warum läuft der überhaupt mit uns mit? Habt ihr den jetzt angestellt fürs Piss oder was? Zum Essen eingeladen. Noch nicht. Ja, aber wir wollten uns dafür bedanken. Schließlich konnten wir die Hundeshow genießen. Okay, also ich lasse euch eine halbe Stunde alleine und ihr schleppt irgendeinen Italiener an, der in Töpfe pinkelt. Du schleppst hier ständig irgendwelche Damen an. Und das pinkeln die in Töpfe und bringe ich die mit zur Arbeit? Nein. Weiß ich nicht. Wer weiß, manchmal stehen sie vorm Gebäude und warten auf dich. Ja. Ja, erinnerst du dich an die Brünette mit den Locken, die letztens dort stand? Oh ja. Dass die nicht noch ein Plakat ausgepackt hat, wo drauf stand, Kurt, ich liebe dich. Hat die sich nicht immer vorher die Lippen noch pink angemalt? Ach, das war kurz lächerlich. Bevor er rauskam, ja, dann stand sie da immer. Ich bin ein Kind von dir, schön. Ja, so kann der Abend mit eurem gegenseitigen Neckereien dann auch vergehen. Es passiert sonst nichts mehr weiter und die Leute sind dann auch mit dem Licht da irgendwie so. Ja. Was passiert jetzt auf einmal nichts mehr weiter? Abgehackt. Ihr könnt dann den Abend noch so mit euren Neckereien verbringen. Ich wollte nur sagen, dass da nichts weiter Auffälliges jetzt erstmal passiert. Also die Leute betrinken sich, haben irgendwie gute Laune und jetzt aber sonst nichts Auffälliges, was ihr da irgendwie jetzt bemerken könnt. Und es streift keiner irgendwie jetzt da über den Platz und wo ist meine Tochter oder irgendwie, oder was ist da passiert? Nee, gar nichts. Also, oder so. Klar, da ist irgendwie jetzt dann, je nachdem wie lang ihr bleibt, artet da mal irgendwie eine Rauferei vielleicht oder zwischen zwei jungen Kerls irgendwie dann aus, aber das ist jetzt auch nichts Unübliches für eine Jahrmarktseröffnung, wo die Leute dann mal so ein bisschen ausgelassener wieder zusammen feiern, also alles, aber alles im Rahmen, alles ganz normal und die Stimmung ist angenehm, ist eine laue, schöne Sommernacht und es passiert sonst nichts mehr Komisches an dieser Nacht. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir den Abend ausklingen und gehen danach in unser Hotel, oder? Oder wie ja. Seht ihr das? Gute Nacht. Ja. Gute Nacht, es war wirklich eine Freude, ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, und ja, die Nummer haben sie ja, falls sie eine Arbeit suchen. Nein, ich habe mir das mit diesem Topf nochmal durch den Kopf gehen lassen. Die Idee ist eigentlich gar nicht so. Lass uns ins Hotel fahren. Ja, und ihr kommt im Hotel an und ihr habt ja eh eure Zimmer. Hatte die ja noch für heute Nacht gebucht und habt auch eine ruhige Nacht dort. Je nachdem, wie sehr ihr dem Alkohol zugesprochen habt, habt ihr dann am nächsten Morgen mehr oder weniger starken Schädel und könnt dann runter zum Frühstück gehen. Das ist inkludiert im Zimmerpreis. Ich habe in irgendeinem Tierwagen da oder so in einem Zelt geschlafen. So, das war ja ein Jahrmarkt gestern. Und meint ihr, dass wir diesen Typ nochmal wiedersehen werden? Das hoffe ich, er hat mir gute Tipps gegeben.
Ihr habt so eine Gans, es ist euch schon die letzten Tage total auf den Keks gegangen, ist so eine ganz geschwätzige Hausdame, die da an der Rezeption sitzt und sich um das Hotel kümmert und die serviert euch auch gerade das Frühstück und die ist euch schon die ganzen letzten Tage total auf die Nerven gegangen mit so Klatsch und Tratsch aus Camborn, was euch einen Scheiß interessiert, wer da jetzt mit wem eine Affäre hat und aber heute ist sie besonders aufgeregt und haben Sie schon gehört? Der Hook, der ist verschwunden. Die Frau ist außer sich. Wer? Ja. Captain Hook? Der Martin Hook, der ist verschwunden. Die Frau ist außer sich. Überall läuft die rum und fragt, ob man die gesehen hat. Martin Hook? Denn Martin Hook? Das ist der Jäger. Der Jäger? Ach, der Jäger! Der Jäger! Und einer der Jäger von Camborn. Der versorgt uns immer mit frischem Wild. Also, das haben sie doch hier vor 2 Tagen auch sehr lecker gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber woher sollen wir denn wissen, dass der Mann, der das gejagt hat, Martin Hook hieß? Hören Sie doch einfach zu. Ja, jetzt. Okay, ich dachte, Sie hätten uns da schon mal was erzählt und wir hätten irgendetwas verpasst oder so. Aber wer ist die Frau von Martin Hook? Tinkerbell. Esther oder so. Esther. Ja. Auf jeden Fall, die ist außer sich, das arme Ding. Ach Gott, aber das kommt doch schon mal vor. Wahrscheinlich hat der auf dem Jahrmarkt gestern irgendeine hübsche Frau kennengelernt. So sind doch immer die Geschichten. Und dann über die Berge, wie heißt es hier, über Holz, Stock und Stein, ich weiß nicht, wie das heißt. Brücken musst du gehen. Und weg. Tschüss. Ja, die werden sicher recht haben. Der liegt bestimmt und hat irgendeinen Schädel und liegt dann irgendeinem Schädel. Aber das denke ich nämlich auch. Ja, aber gerade nach so einem Jahrmarkt sollte man sich gar nicht so viel Sorgen machen. Man kennt's doch. Vielleicht hat dieser muskellose Heinz auch ihm einen verbraten. Aus Frust. Der Aus Matze. Frust. Aber wie alt war der denn, der Martin Hook? Oder wie alt ist der denn? Bitte? So Mitte 40? Mitte, also mein Alter. Sie sehen ja viel jünger aus als der Martin, muss ich ja sagen. Ja, schätzen. Das höre ich ja oft. Und wie alt sind Sie, wenn ich mal fragen darf, ganz unhöflicherweise? Eine Dame aber nicht. Ja? Ja, ich weiß, aber ich denke mal... Ich wollte ja nur mal gucken, ob meine Einschätzung denn wohl, ich würfel mal auf Charme, denn wohl da so hinhauen würde. Was haben Sie denn geschätzt? Ja, so 75. Also. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt, was habe ich gesagt? 85? Ich habe 45 geschätzt und Sie, Sie hören sich, ich bin 58. Ja, also Sie könnten ja Ihre eigene Tochter sein, so wie Sie noch aussehen. Ach, Sie Charmeur. Aber... Also, der ist weg. Und hat die denn die Polizei benachrichtigt oder so? Ja, aber da wollte ihr keiner zuhören. Ist er denn öfter weg? Die Polizisten, die sagen, ach, der Jahrmarkt, die Frau ist außer sich, sage ich ihnen. Wo lebt die denn? Haben sie denn die Adresse von der? Sonst gehen wir da mal vorbei und reden ihr mal ein bisschen... Haben Sie Mut zu. Ich weiß ja wirklich, ich kenne ja hier wirklich jeden. Dann gehen Sie doch mal da an den Marktplatz und da in der Straße, da finden Sie die. Ja, Camborn ist ja auch ein Nest, ne? Naja, also hören Sie mal, wir haben schon 25.000 Einwohner. Ja. Aber bevor wir jetzt... Gut, wenn Sie natürlich aus Berlin kommen oder sonst woher, da kann unser schönes Camborn natürlich nicht mithalten. Ja, Größe ist ja auch nicht alles. Es kommt ja nicht immer auf die Größe an. Da haben Sie wohl recht.
Also bevor wir jetzt aber losgehen, müsste ich noch einmal mir die Nase pudern. Ich würde sagen, dieses Nasepudern tut dir nicht gut. Ich würde das an deiner Stelle wirklich mal 2-3 Tage sein lassen. Dann aber dann platze ich. Nein. Ich will jetzt eben kurz die Nase pudern. Ja, dann mach mal. Gut, Pipi-Pause. Gut. Wie, alle Pipi-Pause? Ich hab mir noch einen Tee gemacht. Dann machen wir auch noch einen Kaffee. Kaffee, wir haben halt. Ja, und ich schalte hier jetzt auf. Wir sind gleich zurück. Man hört euch, ne? Also nicht so lästern. Alles klar. Sind alle die Nase pudern? So, da kommen sie langsam alle wieder zurück. So, Freunde, ich schalte schon mal wieder hier rein. Peace-Pause, genau. Wie ist die Umfrage rausgegangen? Welche Umfrage? Wer den Kampf gewinnt. Für die Käthe. Das Problem war nur, ich hätte keine Umfrage, sondern eine Vorhersage machen müssen. Jetzt haben wir ja alle Punkte reingeballert und ich konnte jetzt gar nichts auszahlen darüber. Eieiei. Aber das sind so Sachen, die muss ich erst noch lernen hier. So. So. Ich sag ja, dass Näschenpudern gar keine schlechte Idee ist. So, lass uns mal, Freunde, lass uns mal eine Vorhersage probieren, ob das geht. Klappt die Aktion? Was redest du jetzt mit uns? Nee, ich versuche gerade eine neue Umfrage zu machen. Ich habe gerade eben schon irgendwo gelesen. Jule, was ist los? Zu viel die Nase gepudert? Was ist?
Begegnung der dritten Art mit Cthulhu auf Toilette. Spinne? Ja, das ist nur ein kleiner Tarantel. Also das ja, so eine fiese, schwarze Jagdspinne. Sieht so ein aus. Sah's gerade eben ganz elendig aus, Jule. Mir ist auch elend. So, ich habe jetzt mal nochmal eine Vorhersage gemacht. Liebe Community, bitte nochmal einfach als Test bitte nochmal abstimmen. Ein paar bitte für die Käthe, ein paar für den muskellosen Heinz und dann gucke ich mal gleich, wie das geht. So. Was wollte ich gerade fragen? Ich habe vergessen, aber was. Ja, sind wir alle wieder da. Können wir weitermachen, würde ich sagen. Also, ja. Ja, die, ihr hattet ja gerade über das Alter der Dame spekuliert, die, eure Hausdame, und ja. Ja, und die hat uns jetzt die Adresse gegeben, beziehungsweise uns erklärt, wo die Esther hieß die. Ja. Esther Hook wohnt. Ja, okay, dann wissen Sie eigentlich, wie lange der Jahrmarkt noch da ist? Der geht immer 5 Tage. Und wie lange läuft der jetzt schon? Gestern war Eröffnung. Ach, gestern war Eröffnung, okay. Und dann haben wir noch ein bisschen. Können wir ja nochmal Sauerbraten essen gehen. Sind das denn immer die gleichen Stände, die da sind? Oder waren Sie gestern da und haben vielleicht den einen oder anderen neuen Stand gesehen? Also ich habe wirklich keine Zeit für so etwas, aber naja, dieses fahrende Volk, Sie wissen ja, ganz unstete Leute. Ich weiß nicht, ob das immer dieselben Leute sind. Ja, aber hier sicher mit den Bewohnern Camborns die ein oder andere Mark verdienen. Ja, aber Schnitzel machen die schon recht leckere, würde ich sagen. Ja, weil sie hier montags noch nicht bei ihr gehaust haben. Sie meinen Schnitzel nicht. Wir haben Sauerbraten gegessen. Vorzüglich. Ja, wir hätten das Schnitzel nehmen sollen. Paprika. Ja, ungarischer Art. So. Ja, Ergebnis wählen. Käthe hatte gewonnen, ne? Ergebnis wählen. Käthe. Ja. Okay, und jetzt müsstet ihr die Punkte bekommen haben. Gut, okay, so geht's. Alles klar, weiß ich Bescheid für nächste Mal. Ja. Okay, ja, dann ich würde sagen, essen lassen wir es uns schmecken. Was? Das ist Derby, Hamburg gegen Pauli. Was ist der da mit Fick? Mein Freund ist nicht zufrieden mit dem Verlauf des Spiels anscheinend. Ja, aber hallo, sag mal. Der soll sich mal zusammenreißen. Ja, und dann würde ich sagen, danach sollen wir mal dann bei der guten Frau vorbeigehen und mal fragen, was los ist. Ja, oder seht ihr da noch? Ja, das habe ich mir gedacht. Kurz besorgt, weil die arme Frau ist ja jetzt alleine. Jetzt muss wieder Kurt auf den Plan treten hier. Sobald ein Typ jetzt irgendwie weggelaufen ist. Achso, die ist mein Alter, ne? Und muss sich um die Frau kümmern. Stimmt. Ja, ja. Aber natürlich. Witwentröster nannte man das früher, glaube ich, oder? Was? Witwentröster? Keine Ahnung. Gab's sowas? Ich glaube schon. Ich denke auch. Manchmal hat sich gelohnt, bestimmt. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Oh, könnt ihr mal aufhören mit sowas? Möchte ich nicht von träumen. Wovon? Von einem Witwentröster. Wie? Warum nicht? Was ist denn da jetzt ein Problem mit? Möchte ich jetzt nicht. Guck dir das Foto an, was ich gerade geschickt habe, dann kannst du davon träumen. Hast du wieder die Spinne fotografiert? Ja, ihr macht euch auf den Weg Marktplatzstraße 23 und pff,
an so einem kleinen Häuschen, was da irgendwie in Reihe steht. Ist nicht mehr so ganz, nicht mehr alles so ganz schick, aber jetzt auch nicht, ist jetzt auch kein Ghetto da oder so. Also ist alles soweit ganz ordentlich, so gut es eben geht. Und nach kurzer Zeit, nach eurem Klopfen, öffnet euch eine ganz junge Frau die Tür. Die ist wahrscheinlich erst so 25 oder so. Und bitte. 25 oder so, dann warst du weg. Ja, ja, die öffnet euch die Tür und ist total verheult. Okay. Ja, bitte. Hallo, mein Kind. Ist deine Mutter zu Hause? Das habe ich jetzt auch nicht gehört, es war auch wieder abgehackt. Hallo, mein Kind, ist deine Mutter zu Hause? Meine Mutter ist tot. Was mehr sind Sie denn? Was wollen Sie denn? Wissen Sie irgendwas über Michael? Was, Michael? Martin, hab ich ja gesagt. Ich wollte gerade sagen, Moment. Aber habe ich jetzt gepennt? Die sollte doch 45 sein, oder nicht? Er ist 45. Er ist 47. Ach so, ich dachte sie. Nein, aber unsere Hotelfachfrau hat uns gesagt, dass ihr Mann wohl verschwunden sei und wir kennen uns ein bisschen damit aus, verschwundene Menschen zu finden. Können wir ihm vielleicht irgendwie helfen? Okay, als du das sagst, sinkt sie dir so heulend in die Arme und verrotzt dir deinen ganzen Anzug, den du anders... Du musst mir helfen! Er ist verschwunden! Käthe, könntest du mal einmal übernehmen, bitte? Ich zerdrück die arme Frau doch. Ja, lassen Sie uns doch erstmal reingehen und dann besprechen wir das mal weiter. Also. Und, ja, sie bittet, sie zeigt mich nur so nach drin und zeigt so in Richtung, da öffnet sich der Flur in so einen großen Rahmen, das ist wohl das Wohnzimmer, ja. Setzen Sie sich erstmal. Genau, beruhigen Sie sich erstmal. Beine hoch. Und ich glaube, Sie brauchen jetzt erstmal einen Tee. Ja, macht kann einer von euch mal eben einen Tee machen? Ich mache auf jeden Fall einen Tee. Ich gehe in die Küche und suche irgendwas und mach Tee. Mann. Ich dachte, ich kann nur. Nicht, dass Probleme, du noch verbrennst, ja. Ey. Das geht das gar nicht. Gemacht, ja. Ich zwinker Gerti noch zu und sage, das ist immer der Moment, wo ich immer sehr froh bin, dass der Kurt so gut aussieht. Hören Sie mal, hatten Sie denn gestern irgendwie einen Streit oder so, dass der verschwunden ist? War er denn, wollte er zum Jahrmarkt vielleicht mit sich mit Freunden treffen? Er ist ganz früh ins Bett gegangen, hat so viel zu Abend gegessen und dann ist er ja schon ins Bett gelegt. Er ist früh ins Bett gegangen? Er muss doch immer so früh aufstehen. Ja, und dann war er plötzlich weg in der Nacht? Ich hab das gar nicht gehört. Weil er aufgestanden ist. Was ist das? Sandra guckt, was hier los ist, ey. Er ist ja Jäger, glaube ich, ne? Ja. Und dann ist er immer morgens so früh raus? Es kommt schon ab und zu mal vor, also weißt du, Frühstück, ey, aber manchmal muss er auch erst früh weg. Ja, sehr interessant. Gut, also ich gebe schon Pinkeln, weil sonst würde ich mir jetzt in die Hosen ziehen. Oh Mann, ey. Waren die letzten Wochen denn ganz normal? Hat der ganz normalen Jagderfolg gehabt oder hat der irgendetwas Seltsames erzählt, dass er etwas Komisches im Wald gesehen hat oder irgendetwas? Ich komme mal mit meiner Tasse Tee wieder. Springe nervös auf und ich glaube, wir brauchen noch Kekse oder sowas. Mhm.
Können Sie mir denn mal, also es ist sehr indiskret, aber könnten Sie mir einmal Ihr Schlafzimmer zeigen, dass ich mir da mal genau angucken kann, ob ich da irgendetwas... Ich will gucken, ob ich da irgendwelche Fußspuren oder etwas Ähnliches finde. Kann's nicht lassen. Und sie zeigt nur so nach oben und du nimmst das als Einladung, dass du dir den ersten Stock mal angucken kannst. Ja. Ich drücke dir meine Tasse Tee in die Hand. Ja. Gehe ich mal nach oben. So. Ja, du siehst wieder so der Rotz und die Tränen so in die Tasse reinlaufen und sie da vorne. Ich gebe ihm noch ein Taschentuch hier aus der Taschentuchbox. Ich zücke mir erstmal so einen Notizblock und können Sie mir Ihren Mann mal beschreiben? Wie sieht er aus? Was hatte er an? Er hat mich total vollgeschleimt. Kann ich irgendwie mit Psychologie oder so ein bisschen beruhigen oder so? Ja, klar, kannst du probieren. Hat nur noch, mir noch keiner gesagt, deswegen. Eskaliere ich hier gerade. Hätte man drauf kommen können, ja. Deswegen, mit der Tasse Tee jetzt in der Hand, ich nehme mir so ihre Beine, schwinge sie so nach oben, natürlich ohne die Tasse Tee erstmal und bette die so auf so ein Kissen, drücke die Tasse Tee in die Hand, hock mich vor sie hin. Danke. Und schaue sie mal an. Mir will ja niemand glauben. Holen Sie erstmal Tiefluft. Ja. Genau, beim Ausatmen müssen Sie erstmal alles sozusagen rauslassen. Die Schwere von Ihren Schultern. So. Und nehmen Sie erstmal einen Schluck Tee. Okay. So, ich denke, dass... So. Und jetzt, genau, meine Kollegin und Freundin... Die macht das jetzt mit Ihnen. Sie stellt Ihnen mal ein paar Fragen. Vielleicht kommen wir der Sache ja schon ein bisschen näher. Na gut. Ich halte hier so ein bisschen das Händchen und tätschel das immer mal wieder so ein bisschen. Okay. Ja, Michael, du kommst dann im ersten Stock an. Ja. Und, ja, da turnen irgendwie so vier Kinder rum und laufen, wuseln dir da um die Beine. Also die hat schon ordentlich irgendwie... geworfen, diese Frau, und gucken dich so ein bisschen irritiert an, aber spielen dann irgendwie weiter, sind da gerade irgendwie... Wie alt sind die denn ungefähr? Die sind so zwei bis acht sind die so ungefähr. Na, ihr kleinen Racker? Wer bist du denn? Ich bin... Wir spielen gerade den Kampf nach. Der muskulöse Matze gegen die kolossale Käthe. Ja, und soll ich euch mal was sagen? Estefania, Loredana, Peter und Flo. Loredana ist die kolossale Käthe. Und weißt du was, Loredana? Die kolossale Käthe, jetzt halte dich fest. Die sitzt bei Mama unten in der Küche. Nein! Doch! ihr hört so voll das Getrappel auf den Stufen, als ob da so eine Horde von Leuten irgendwie nach unten kommt. Auf einmal stehen so vier Kinder im Wohnzimmer. Oh ja, Gott! Ja, auf einmal ganz allein im Obergeschoss. Huch! Wer sind denn die netten Fratze? Wir sind Loredana und den anderen Namen und Flo und was hast du noch gesagt? Loredana, Estefania, Peter und Flo. Peter und Estefania. Ach. Ihr wohnt alle hier? Da wohnen noch acht. Ich glaube, eurer Mutter geht es gerade nicht so gut. Du bist die kolossale Käthe. Ja. Genau. Käthe, möchtest du nicht gerade mal eben vielleicht die Kinder noch mal nach oben führen, damit die Mutter sich hier ein bisschen aus... Ich habe die gerade nach unten geschickt, damit ich da Ruhe habe. Ach so. Ich schreibe mal nach unten, Käthe, zeig dir mal, wie man kämpft. In die Küche, ja, oder nach draußen. Garten. Mhm. Komm, Käthe. Ja. Zupfen dich schon so Richtung Garten. Ich schieb dich so ein bisschen, gib dir so einen Schubs. Komm. Ja, dann gehe ich mal raus mit denen.
denke, jetzt können wir erstmal weitermachen. Nun, ist Ihnen denn noch irgendetwas eingefallen? Irgendetwas Ungewöhnliches? Denken Sie noch mal ganz scharf nach. Wissen Sie, ich würde ja gar nicht so einen Aufstand machen, aber er hat ja nicht mal seine Schuhe angezogen. Er ist bestimmt entführt worden. Wie ohne Schuhe? Er ist einfach ohne Schuhe? Er kann doch nicht ohne seine Waldarbeiterschuhe aus dem Haus gehen. Hat er denn irgendwelche anderen Schuhe angezogen? Er hat sonst ja nur noch das feine Paar für die Kirche, wissen Sie? Ja, und hat er die denn angezogen? Nein! Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ich notiere mir das auf jeden Fall. Ist ohne Schuhe unterwegs. Pfeil, Fußspuren, wahrscheinlich barfuß. Ja. Nun, was kann ich denn noch Gutes für Sie tun? Dass Sie sich ein bisschen... Sie meinen Mann einfach nur... Ja. Wir können natürlich... uns die größte Mühe geben. Bisher waren wir sehr erfolgreich. Bitte. Ja. Und sie versinkt wieder so in ihren Händen und schluchzt und ist ganz aufgelöst. Ich werde einmal nach Kurt sehen. Ja, und ich gehe mal ins Schlafzimmer und gucke mich da mal um. Ja, du siehst, dass... Das Bett ist ordentlich gemacht. Da gibt es noch einen Kleiderschrank, so einen hölzernen und zwei Nachttische. Und da steht noch so ein Korb mit frisch gemangelter Wäsche herum, das noch irgendwie gebügelt werden muss. Und ja, ansonsten liegt da natürlich alles voll mit irgendwelchem Kinderspielzeug. Ja, ich schaue mich mal an, ob ich irgendwelche Fußspuren sehen kann von Schuhen, barfuß. Ich gucke, ob ich irgendwelche seltsamen Flecke auf dem Teppich oder am Bett erkennen kann. Ich gucke mir unter die Bettdecke, ob da irgendwelche seltsamen Spuren oder irgendetwas ist, was mir auffällt. Ich gucke in die Schränke, in die Nachtschränke und kontrolliere mal die Wäsche, die da so ist. Ich gucke mir das Fenster an, ob ich da irgendwelche Abdrücke finden kann. Ich würfel mal auf Verborgenes erkennen und wahrscheinlich wird dann in dem auch die liebe Dings da reinkommen. Ja. Den Namen noch nicht drauf. Boah, 50 von 51, ey. Alter Schwede. Achso, der erste war 75, ne? Der erste hat verkackt. Ich weiß nicht, warum ich zweimal gewürfelt habe. Gut, nehmen wir jetzt, ist ja egal, nehmen wir einfach den 50er. Gerti kommt ins Zimmer und du siehst da, wie Kurt sich gerade irgendwie so umguckt, mal in den Kleiderschrank reinguckt und, dir fällt überraschend auf, dass dir irgendwie gar nichts auffällt. Großartig, also du findest da jetzt keine Kampfspuren von irgendwelchen Kämpfen, die da eventuell stattgefunden haben. Die Fenster sehen auch nicht aus, als wäre da einer eingestiegen. Was dir auffällt, ist, dass da irgendwie noch so Tages- oder seine Arbeitskleidung irgendwie ordentlich gefaltet über so einem stummen Diener irgendwie liegt. Und dass auf Käthes Seite ein Nachthemd ordentlich gefaltet so unter dem ihrem Kopfkissen liegt und das aber unter Martins Seite fehlt. Das Nachthemd? Ja. Also ist er wahrscheinlich mit Nachthemd raus. Also, die Frau erzählte gerade schon, sie hätte sich so gewundert, weil beide Paar Schuhe hier sind. Er muss barfuß unterwegs sein. Das ist ja, sehr vielleicht ist er irgendwie Schlafwandler. Aber ich gucke mir nochmal das Fenster an, mach das einmal auf, guck mal raus, ob ich da draußen irgendwelche Spuren sehe oder vielleicht könnte er auf dem Vordach und irgendwelche Ziegel sind weggerutscht oder sowas.
Nee, gar nichts. Also das sieht, da liegt so ein bisschen Laub rum, was halt da so hingeweht wurde von den umstehenden Bäumen, aber ansonsten ist da nichts weggebrochen oder da sieht auch nichts frisch abgebrochen oder so aus. Also, und das hat gestern auch nicht geregnet, glaube ich, ne? Nee, es war ganz ein schöner Sommer, so ein schöner lauer Sommertag und also wir haben jetzt Juli. Also wenn er im Barfuß Sommer rausgehen würde, würde ich da keine Barfußspuren entdecken. Nee. Okay. Vielleicht haben die Kinder ja irgendwas entdeckt. Das ist eine gute Idee, ja. Oder irgendwas mitbekommen, ja. Weil manchmal mit einem leichten Schlaf oder was weiß ich denn. Ja, das sollten wir auf jeden Fall abklären. Ja, seltsam. Ja, dann gehe ich mal runter zu euch in den Garten. Ja, da hängen 4 Kinder an Käthes Bizeps und die hängt da so und pumpt da so die Kinder auf und ab. So, so. Ja, ganz begeistert irgendwie an den Guckt dein Freund Fußball über Internetleitung oder Fernsehen? Nee, der hört Radio, weil das so unverschämt teuer über Sky ist, so sich ein Spiel anzugucken. Das gute alte Radio. Ja. Nun, ich gehe mal so ein bisschen in die Nähe. Käthe, kannst du nicht mal gucken, ob die Kinder irgendwas mitgekriegt haben? Komm, du hast doch so einen guten Draht jetzt gerade zu denen. Ach, ja, okay. ich lasse die erstmal sich aufstellen und weise die an, also 3 von denen, wie man Liegestütze ordentlich macht. Und schnapp mir die Jüngste oder den Jüngsten. Dann ja, der ist so 2. Ach so. Gut. Hast du denn deinen Papa gestern Abend noch gesehen? Der hat mir gute Nacht gesagt. Und dann? Dann musste ich schlafen. Und das machst du auch? Ich guck mir muss die genau ich, ja, an. Ob die nicht vielleicht irgendwie flunkern oder ob die irgendwas verheimlichen. Ne? Also sie spricht und ich gucke mir die halt so mit Psychoanalyse an. Okay, deine kinderanalytischen Fähigkeiten lassen dich nicht im Stich. Dieses Kind rafft eigentlich gar nicht, was die Mutter heult den ganzen Morgen schon. Und die Kinder sind halt irgendwie, natürlich hat sie ihnen irgendwie nichts gesagt, aber sie kapieren, also sie wissen, dass die Mutter traurig ist, aber auch nicht warum. Und ja, sind irgendwie sich selbst überlassen den ganzen Vormittag schon. Ja, also dann, ich wollte halt vor allem gucken, so manchmal merkt man ja doch irgendwie, wenn Kinder irgendwie was so hinterm Busch halten oder so. Ja. Also soll ich auf irgendwas würfeln oder auf irgendwas auffällt? Du merkst, dass die Kinder so, so voll irgendwie so total ratlos sind, ja, weil irgendwas ist, aber keiner will ihnen sagen, was eigentlich ist. Und ja, aber du hast nicht das Gefühl, dass die irgendwie lügen oder ja, irgendwas verheimlichen. Hat euch euer Papa denn in den letzten Tagen eine spannende Geschichte erzählt? Immer zum Einschlafen. Ja, immer die gleiche? Auch er erzählt immer so immer andere Geschichten. Und was war die letzte, die er erzählt hat? Ach, da ging's um einen bösen Wolf. Was hat der böse Wolf gemacht? Der hat die Ziegenkinder aufgegessen. Nein! Die H1 konnte sich verstecken und das hat dann der Mama Bescheid gesagt. In der Uhr! Nein! Das ist ja spannend. Dann habe ich mich auch in die Uhr gesetzt und kam nicht mehr raus. Wie lange hast du denn da drin gesessen, die ganze Nacht? Bestimmt 100 Stunden. Wirklich?
Ich nicke dir so zu. Also. Wir können ja erstmal wieder gehen und mal schauen, was wir noch herausfinden können. Ich weiß jetzt aber auch irgendwie nicht. Die Kinder haben keine Ahnung. Wart ihr denn auf dem Jahrmarkt? Wart ihr dort schon? Ja, wir haben die Pudel gesehen und wir haben Käthes Hanf gesehen. Die Pudel, die haben wir auch gesehen. Das waren wirklich sehr lustige Fratze. Ja, besonders die Loredana war ganz begeistert von den rosa Flauschepudeln, die da irgendwie ihre Mätzchen da gemacht haben. Mann, wisst ihr was? Ich habe auch einen Pudel. Wo ist der Pudel? Den kann man nicht sehen. Es gibt gar keine unsichtbaren Hunde. Natürlich gibt es die. Einer ist dann immer soll er mit dabei. Soll er meine Hand ablecken? So. Doris? Sitz. Doris. Und? Ich hab's gemerkt. So, das wird keine Doris. So. Okay. Ich weiß auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier die Richtigen sind an dieser Stelle. Nun, vielleicht können wir ihr ja unsere Karte geben. Vielleicht kann sie sich ja nochmal melden, wenn ihr irgendetwas einfällt. Ja, hier, unsere Karte. Die drei Pissagenten. Vermasse in jedem Fall. Wofür steht denn die Abkürzung PIS? Liebschaften und Affären. Kurt Brockmann. Erster Schlägerkette. Zweiter Schläger. Verrücktes und Übersinnliches. Gerti. Ja. Seht ihr, wir brauchen noch einen vierten Agenten für den vierten Buchstaben. Ja, das macht natürlich Sinn. Dann, vielleicht haben wir ja Glück und dieser Herrmann meldet sich noch. Ja. Den könnten wir jetzt sicherlich brauchen. Vielleicht sollten wir den wirklich aufsuchen. Der kennt sich bestimmt gut aus hier in der Stadt, oder? Das mag wohl sein, wenn er hier groß geworden ist. Ja, gehe ich davon aus. Geworden? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, ach, in der näheren Umgebung. Also ich bin da immer wieder mal gewesen. Ja, das wäre doch eine gute Idee. Vielleicht kann er uns irgendwie da weiterhelfen. Ja, vielleicht sollten wir auch am Jahrmarkt einmal nachfragen, ob Herr Huck dort gesehen wurde gestern Abend. Ja, es waren ja viele Leute um die Uhrzeit. Vielleicht beim Piratenzelt oder so. Frau Huck, ist Ihr Mann in der Vergangenheit mal schlafgewandelt? Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Nein, das habe ich noch nie mitbekommen. Er schnarcht furchtbar laut, aber ansonsten... Und hat er heute Abend nicht geschnarcht? Ich höre das schon gar nicht mehr, wissen Sie. Aber ich musste ja noch die Wäsche abhängen und er hat friedlich geschlafen, als ich mich zu ihm ins Bett gelegt habe. Und wann sind Sie dann heute Morgen aufgestanden? Ja, um 5 haben mich die Kinder geweckt. Und da war er nicht mehr da. Okay. Ja, gut, wir werden uns mal umhören und ich denke, wir werden Ihren Mann schon wiederfinden. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Gucken Sie jetzt mal, dass Sie hier mit den Kindern alles unter Dach und Fach kriegen und wir würden uns dann wieder bei Ihnen melden. Und melden Sie sich natürlich, wenn Sie unsere Hilfe nochmal brauchen oder Ihnen etwas einfällt. Bitte sagen Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie etwas rausgefunden haben. Aber natürlich.
Habt ihr euch jetzt eigentlich beschreiben lassen, wie er aussieht oder nicht? Ich hatte sie gefragt, ja. Okay. Aber ich... Haben Sie vielleicht ein Foto von Ihrem Mann, das wir mitnehmen können? Ja, sie geht zu so einem Sekretär an der Wand und kramt da so ein bisschen in der Schublade rum und gibt ihr euch dann so ein Hochzeitsfoto von den beiden. Oh, ja. Und wie sieht der aus? Ja, das ist so ein ganz großer, schlanker Mann. Scheinbar, also das ist so, natürlich so ein Sepia-Fotografie, irgendwie so ein bisschen vergilbt alles schon. Das ist ja auch schon 8 Jahre irgendwie alt und ja, da hat er so blondes Haar und irgendwie guckt so ein bisschen so ein bisschen verloren in die Kamera und versinkt dann in so ein bisschen zu großen Anzug, weil er anscheinend wirklich ein sehr schmaler Mann ist und hat sich wahrscheinlich irgendwo einen Anzug geliehen und da seine Braut da irgendwie zum, wo man auch schon einen Bauchansatz sieht unter dem Kleid. Okay. Haben wir den schon mal irgendwie gesehen? Mhm. Jetzt kein stadtbekannter Mann irgendwie oder so. Nee, aber ich dachte, ob wir dem vielleicht irgendwie auf dem Jahrmarkt irgendwie begegnet sind und uns jetzt daran erinnern könnten oder so. Nee, da waren schon viele Leute, also der ist euch jetzt nicht, das hat so ein Allerweltsgesicht, der fällt jetzt auch nicht auf durch eine wunderbare Erscheinung oder irgendwie so. Hm. Alle Augen waren ja auch auf Kurt gerichtet, also von daher. Ja, können wir dann gehen? Dann gehen wir mal raus. Frau Huck, ich hätte da noch eine letzte Frage. Ja? Ist es, also da wo ich herkomme, ist es relativ ungewöhnlich, dass junge Frauen Männer heiraten, die wesentlich älter sind als sie. Ist das hier in Camborn gang und gäbe oder... Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, das möchte ich auch gar nicht bezweifeln, aber die Frage ist ja, wie haben Ihre Eltern darauf reagiert und hat er vielleicht deswegen irgendwelche Feinde, weil ich weiß ja nicht, wie es hier gesellschaftlich angesehen ist. Das ist nur die Frage, mich persönlich interessiert das nicht. Also er war sehr lange Junggeselle und dann haben wir uns kennengelernt und Na gut, aber okay. War auch nur so eine Idee. Dann werden wir uns mal aufmachen. Dann könnt ihr gehen. Wo geht es denn hin? Zum Jahrmarkt, ne? Ja, ich meine, ich könnte mir halt vorstellen, also ist der Jahrmarkt weit entfernt? Ja, das ist jetzt so eine... vielleicht 20, 25 Minuten Fußweg irgendwie so. Man muss halt vom Marktplatz, der ist ja eher so in der Stadtmitte, so halt wieder nach ein Stückchen außerhalb der Stadt laufen. Ich dachte jetzt irgendwie, weil da immer noch bis spät in die Nacht, sag ich jetzt mal, immer viele Leute unterwegs sind. Vielleicht haben ja Leute diesen etwas seltsam gekleideten, barfüßigen Menschen halt gesehen. So, deswegen dachte ich jetzt vielleicht, wenn das in der Nähe ist, dann könnte man da halt fragen. Aber du saß nicht so richtig in der Nähe. Nicht so ganz, nee. Also das ist halt so eine richtige, urige Altstadt irgendwie, wo mit so lauter verwinkelten Gässchen irgendwie und da Kopfsteinpflaster und so. Also da könnte man sich, wenn man denn wollte, auch super easy im Schatten irgendwie so durch die Gassen verhuschen irgendwie. Also genau. Wenn wir jetzt da aus diesem Haus treten, ne? Mhm. Und uns von da aus jetzt erstmal umgucken. Gibt es da irgendetwas, was vielleicht um eine, also in der Nacht, sag ich jetzt mal, irgendwie, eine Kneipe oder sowas, die jetzt um diese Uhrzeiten vielleicht noch jemanden hätten sehen können oder sowas? Also Leute, die da drin waren, also irgendwie sowas. Irgendwas, also in der Straße selbst jetzt nicht, aber das ist ja, wie gesagt, Marktplatzstraße und auf dem Marktplatz gibt es schon, also das
ist halt so ein klassischer Marktplatz, wo drumherum halt auch so Kneipen sind und gerade auch irgendwie so ein paar für Touristen, ja, da ist auch das Rathaus und so weiter und da gibt es so ein paar Kneipen, die auch so ein paar Holzbänke jetzt bei dem schönen Wetter rausgestellt haben und ja. Aber bevor wir jetzt ins Blaue schießen, sollten wir vielleicht nach diesem Italiener von gestern Abend Ausschau halten. Ja, vielleicht fragen wir an der Ringbude nach, wo er die Teddybären einsortiert hat. Ja. Okay, ja, können wir gerne machen. Gehen wir mal zur Ringbude. Komm, Doris. Ja, Hermann, was machst du denn eigentlich jetzt? Was hast du den Vormittag über gemacht? Ich habe mich über die 5 D-Mark gefreut, die ich noch in der Tasche hatte, die sie mir gestern geschenkt hat. Und werd damit mal schauen, ob irgendjemand mir vielleicht mal eine neue Jacke und eine neue Hose verkauft. Weil meine schon ziemlich abgewetzt ist. Ja, also auf dem Jahrmarkt, da gibt es auch immer wieder so kleine Handwerksstände irgendwie, wo auch so Frauen so selbstgestrickte Pullis und irgendwie so verkaufen und da findest du auch jemanden, der irgendwie so Lederjacken verkauft. Ja, das ist ja ein schönes Stück. Passt die hier? Probieren Sie es doch mal an. Also Sie sind ja wie gemacht für Ihre Statur. Das würde ja fantastisch aussehen. Schauen Sie, wie die Farben mit der Farbe Ihrer Augen spielen und Sie so unterstreichen würde. Also Sie müssen das anprobieren. Und er hat da auch so einen schönen alten Spiegel mit so einem goldenen Rahmen und fordert dich auf, die Jacke anzuprobieren. Ich atme mal nicht ein, während ich die anziehe. Nein, ich probiere die ganz normal an. Ja, die ist dir... Ja, er macht das ja schon seit 50 Jahren und hat dir extra eine kleinere Größe gegeben, ohne das jetzt aber zu erwähnen. Irgendwie ist er ganz professionell und hat dir eine passende Größe gegeben, die sich angegossen sitzt. Die Jacke. Ja, was soll die denn kosten? Also die gebe ich Ihnen für 4 Mark. Für 4 Mark, Und da die schöne braune Korthose da mit Schlag. Ist die noch für 1 Euro dabei, für einen D-Mark dabei? Ja, so teuer ist die nicht mit Schlag. Das ist ja irgendwie ein Relikt aus grauer Vorzeit. Ja, die gebe ich Ihnen noch oben drauf. Super. Ja, dann vielen Dank. Ja, der freut sich, dass du gar nicht gehandelt hast und verpackt dir das in so eine unauffällige braune Papiertüte und Ja, dann habe ich noch eine D-Mark über, dann gehe ich erstmal nochmal richtig schön frühstücken, weiß Gott, wann es das nächste Mal wieder was zwischen die Zähne gibt. Ja, die Stände an sich haben jetzt um die Uhrzeit jetzt noch nicht auf, aber natürlich gibt es da Leute, die da irgendwie sich selber, die ganzen Schaustelle, kennst die auch alle und die laden dich dann, wenn die dich sehen, dann grüßen sie dich schon, ja, hier. Und dann teilen die ihren Speck mit dir, die haben da Eier in die Pfanne gehauen und sitzen da in größerer Menge um so ein großes Lagerfeuer, wo die jetzt viele Schausteller auch zusammen am Frühstücken sind. Ja, super, dann geselle ich mich dazu. Ja. Ja, dir reicht auch jemand so einen Blechbecher, der schon so ein bisschen verbeult ist, mit einem richtig starken Kaffee. Und du kriegst da Speck und Eier auf den Teller geladen. Irgendjemand haut dir noch so... Irgendjemand hat sich gerade am Kaffee verbrannt. Und Mama, heiß, ey. Das kann schon sein, ganz schön stark. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Irgendjemand hat dir noch so einen Schepper Bohnen dann mit auf den so einen Blechteller gegeben und dann kannst du da schön essen. Und, perfekt. Ja, ja, dann lasse ich dir die 1 Mark da fürs nächste Mal einkaufen. Ja. Ja, vielen Dank. Bis heute Nachmittag. Bis bald.
Bist du jetzt super früh aufgestanden oder wollen wir das jetzt einfach, willst du noch was machen? Nein, ich bin nicht so früh aufgestanden. Ich habe ja auch ein bisschen was getrunken, wahrscheinlich gestern noch. Ja, dann können wir das jetzt, dann kommt ihr jetzt langsam am Marktplatz, am Jahrmarkt an und du kannst die dann auch schon sehen, die da läuft da über den Hauptweg des Jahrmarkts. Ja, dann tue ich so, als ob ich irgendwas Wichtiges gerade tue. Zumindest nichts Unwichtiges. Nicht, dass ich da blöd rumstehe oder gar einen Topf pinkel. Oh, da ist der Hermann von gestern. Ach, dann müssen wir gar nicht nach ihm fragen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Die Bohnen sehen aber gut aus. Ja, die waren lecker. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja, ich hoffe, du hast einen Topf dabei. Ja. Nun, uns ist aber aufgefallen, dass PES ja 4 Buchstaben hat und wir nur 3 Leute sind. Wir bräuchten also jemanden, der unser zweites S ist. Bezahlung ist nicht so gut wie eine Boxbude, aber man kann davon ganz gut leben und man hat halt nicht ständig angeschwollene Augen. Das ist natürlich viel wert. Ja. Und wir haben natürlich unsere Gesellschaft. Das ist auch viel wert. Kolossale Kälte. Wenn ich wieder Stimmen höre, können sie mich wahrscheinlich behandeln. Aber natürlich. Das ist doch gut. Guck mal, ich kann es dir ja nur durch den Kopf gehen lassen, aber hier, diesen Mann, hast du den schon mal gesehen? Sagt er dir was? Kennst du den? Nee, sagt mir nix. Aber eine hübsche Frau hat der. Aber jung, hä? Ja, ich find's auch ein bisschen seltsam, aber man weiß ja, wo die Liebe oder hinfällt oder der Samen ein fruchtbares Feld findet. Er ist verschwunden. Gestern Nacht. Sie ist wohl neben ihm eingeschlafen und heute Morgen war er plötzlich weg. Seine Schuhe sind noch zu Hause. Sein Nachthemd ist nicht eingefaltet. Seine Jagdkleidung hängt ordentlich über dem Bügel. Also es sieht so fast so aus, als würde er in seinem Nachthemd irgendwo rumgeistern. Man kann es nicht anders nennen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist er hier irgendwie zu diesem Jahrmarkt gegangen. Sonst, Geisterbahn oder ich habe keine Ahnung. Umhören, vielleicht ist der Schlaf gewandelt. Ja, das vermute ich auch. Du kennst doch bestimmt die Leute hier. Vielleicht kannst du dich mal umhören. Dir sagen sie bestimmt mehr als mir. Vielleicht gab es auch Stress zu Hause und er wollte irgendwie weg. Man weiß ja nicht, was die Frauenzeit erzählt hat, ob das wirklich alles stimmt. Also sie kam mir schon sehr authentisch vor. Ja, mir kam sie fast ein bisschen autistisch vor, aber die war ja total aufgelöst. Ja, ich wäre natürlich auch sehr aufgelöst. Stell dir mal vor, der Partner oder die Partnerin ist plötzlich verschwunden. Ja, aber das passiert doch häufiger, dass der Mann im Hause mal rausgeht und sich mit seinen Geschäftspartnern betrinkt für 2 oder 3 Tage. Aha. Das ist doch ganz normal. Da ist muss man doch nicht so sofort. Nachthemd? Ja, vielleicht. Im Nachthemd, das kommt häufiger vor. Vielleicht war er Zigaretten holen. Ne, wenn man einmal Schmacht hat, dann geht man auch im Nachthemd. Ja, wen stört's denn? Aber eigentlich kommt man ja dann wieder. Ich oder weiß ja nicht, der ist ja schlimmes, nicht. Schlimmes Sodbrennen und musste aufstehen und ist rumgelaufen, weil er nicht schlafen konnte. Er hat sich dann verlaufen. Was, war er nicht Jäger? Ja. War da eine gute Orientierung. War da eigentlich Wald um das Haus rum oder haben die mitten in der Stadt gewohnt? Nee, das ist am Marktplatz, das ist schon mitten in der Stadt. Okay. Wo ist denn eigentlich? Oh, das haben dann wir könnten wir da gefragt, auch mal. Da könnten wir da auch mal hier, fragen. Irgendwer im Nachthemd gesehen hat. Frag mal. Schlafanzug.
Aber es gibt doch auch bestimmt Männer, die sich hier auf den Jahrmarkt flüchten, um mit den fahrenden Leuten weiterzuziehen, weil sie ihre Familie hinter sich lassen möchten oder dergleichen, oder? Weil sie verdammt gute Schnitzel hier bekommen. Oder so, natürlich. Sauerbraten. Ich stecke mir erstmal eine Ernte 23 an. Sollst das ekelhafte Rauchen sein lassen? Kurz, Warum? Ist haben doch... Sie noch eine für mich? Ja, natürlich, hier. Vielen Dank. Ich mach mir das auf so eine Spitze. Ich klapp mal den Kragen von meiner neuen Lederjacke hoch. Oh, ist sie neu? Ja, habe ich mir vorhin gekauft. Lars, ich muss dich mal eben Outtime fragen, ob du irgendwie kaufsüchtig bist, weil letztes Mal bei Rime of the Frostmane hast du auch schon eine Jacke gekauft. Brauchst du unbedingt eine neue Jacke, oder was? Absolut eine neue Jacke, ja. Hey, sieht gut aus. Habe ich da eine Jacke gekauft? Ja. Ja, so eine, ja, so eine Robbenpelzjacke hast du da gekauft. Stimmt. Nicht eh vorletzte Mal, glaube ich. Stimmt, bei den Zwergen. Da kommen so die... den Zwergen Kontakt aufnehmen wollte. Genau, das ist so. Aber die steht dir gut. Wenn du dazu noch einen Hut hättest und eine Peitsche, das wäre genial. Mini Indiana Jones. Ach so, ich hatte eher an einen Dompteur gedacht. Dann könnten Dompteur. Sie... Genau. Ich hab doch jetzt einen Pudel zugelegt. Wirklich? Wo ist er? Ja, also wirklich ein ganz süßer Fratz. Doris! Doris, komm einmal her! Gib mal ein Pfötchen! Nun gib Pfötchen! Jammern ist hier! Nun hier! Ihr Vater ist verstorben. Da war sie noch recht jung. Mein Vater ist nicht verstorben. 32? Ich denke, der ist tot. Mein Vater und meine Mutter, die sind beide in der Irrenanstalt. Ich dachte, die Mutter wäre in der Irrenanstalt, weil der Vater gestorben ist. Nein, meine die drei Brüder. Brüder. Ach so. Ja. Schönes Tier. Wirklich, ist so flauschig. Allerdings habe ich ihn nicht so rasiert wie diese trainierten... konditionierten Pudel von gestern. Ich frage mal die Leute. Klingen nicht gut. Ja, frag mal, das ist eine gute Idee. Komm, Doris. Beifuß. Ich gehe mal am besten zu dem Frühstückslagerfeuer, was sie da haben, und höre mich halt mal kurz um, ob da gestern des Nächtens irgendwer in einem Schlafanzug hier über den Platz gewandelt ist oder so. Die lachen alle so ein bisschen irgendwie im Schlafanzug. Nee, also hier ist ja schon mal der ein oder andere Herr in Damenkleidung irgendwie mitten in der Nacht aufgefallen, aber im Schlafanzug höchstens in einer unserer eigenen Leute ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat und dann nochmal pinkeln musste. Aber so einen Dörfler haben wir hier jetzt nicht im Schlafanzug gesehen. Habe ich mir gedacht. Ja, dann gehe ich zurück zu denen. Und? Nein. Haben Sie etwas herausfinden können? War nicht da. Aber ich habe unsichtbare Knochen für deine Huhn. Oh, das ist ja... Ach, sie sind ja wirklich goldig. Bedank dich, Doris. Oh Gott. Erste Geiste gestammt in den Probe und dann wird da völlig durchgedreht wahrscheinlich. Der Hund hat Fleisch. Du startet Worte mit 15 oder was? Minus 3. Nein, ich habe 70. Alles boah, gut. 70. Ja, wo hat gewohnt der Mann? Ja, doch schon ein bisschen entfernt, in der Nähe vom Marktplatz. Sie kennen sich hier doch aus. Schöne Häuser in der Nähe vom Marktplatz. Ja, Fenster. Vielleicht gehen wir schauen, ob da gesehen wurde. Das halte ich auch für eine gute Idee. Ich hatte noch überlegt, vielleicht sollten wir uns auch erkundigen, wo sein Jagdrevier ist. Vielleicht, ich meine, jemand, der schlafwandelt,
Also ich meine, ich hätte so Studien gelesen. Schlafwandler begeben sich häufig dorthin, wo sie sich auskennen. Also vielleicht ist er ja sozusagen in Richtung Jagdrevier gewandelt. Haben wir eigentlich geguckt, ob die Jagdwaffe noch da war? Nein. Ist mir nicht aufgefallen. Das sollten wir dann vielleicht auch nochmal nachfragen. Also ist mir eine Jagdwaffe aufgefallen im Schlafzimmer? Nee, im Schlafzimmer nicht, nee. Okay. Sonst irgendwo im Haus? Da gab es so einen abschließbaren Schrank in der Diele. Okay. Der hat aber so ein dickes Schloss auch irgendwie davor. Okay. Ich glaube, dass die Kinder damit auch nicht irgendwie rumspielen oder so. Das ist ja auch in Deutschland. Ja. Vorschrift. Ja, der ist verantwortungsvoll und will nicht, dass seine Kinder das irgendwie in die Finger kriegen oder so. Richtig so. Na gut. Da bin ich wieder. Ist uns irgendwas aufgefallen? War gerade weg. Ach so, nee, ist uns nicht. Also wir haben keine Jagdwaffe gesehen, es gibt nur einen Schrank, der abgeschlossen ist. Aber ob das jetzt der Waffenschrank ist und ob da die Waffe noch drin ist, wissen wir nicht. Vielleicht sollten wir nochmal zu ihr zurück und ein paar Sachen nachfragen. Ja, können wir ja machen, aber ich würde sagen, wenn wir dann schon da sind, sollten wir uns auch in der Nachbarschaft umhören, ob irgendjemand den nachts gesehen hat, wie der die Wohnung verlassen hat. Mhm. Ansonsten, wenn nicht, dann wäre es natürlich fast vielleicht wirklich ein Fall für Piss. Wir könnten die Nachbarn auch fragen, ob es wirklich keine Streitereien zwischen den beiden gab. Ja, auch eine gute Idee. Vielleicht könnte, ich weiß nicht, ob Doris schon so weit ist, aber vielleicht könnte Doris sonst ja auch noch eine Spur erschnüffeln. Ja, das könnten wir ja auch noch probieren, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ich finde, ja, Doris sollte zu einem festen Mitglied unseres Teams werden. Ich gehe zurück und jetzt wird es ja auch bald langsam Mittag und viele Leute, die jetzt Mittagspause machen, haben sich da in den Restaurants und Kneipen da irgendwie draußen niedergelassen. Es ist wieder ein schöner Sommertag und ja, die genießen da ihr Mittagsbierchen, essen da ihr Mittagessen. Und ja, jetzt der Marktplatz hat sich schon so ein bisschen gefüllt und ihr könnt da einfach ganz normal hinlaufen. Gut. Wollt ihr erst die Nachbarn befragen oder was wollt ihr zuerst machen? Lasst uns hin joggen. Los, komm, komm. Ja, geh du schon mal joggen. Geh mal gucken, wo wir eventuell fragen könnten und wir kommen gleich hinterher. Ich denke auch. Ja, dann würde ich sagen, klappern wir mal die Türen ab. Ja, ein paar Leute sind natürlich nicht daheim, da geht dann keiner dran, aber wir können das abkürzen, weil niemand hat irgendwas Auffälliges bemerkt. Die erzählen natürlich euch dann irgendwelche Geschichten, dass die Kinder immer so laut wären und was für Assis und keine Ahnung. Und besonders diese Loredana und diese Estefania oder wie die auch immer heißt. Und das ist ein ganz ruhiger, besonnener Mann und der kam auch nie irgendwie betrunken heim oder so. Der ist total zuverlässig und ja, die Frau scheint so ein bisschen überfordert zu sein mit der ganzen Bagage da irgendwie, dieses junge Ding. Aber gut, wie das halt immer so ist, ne? Hat der ein Auto? Hilfe. Hat der ein Auto? Nee, der hat kein Auto. Dafür hat der einen Firmenwagen? Nee. Oder für wen arbeitet der denn eigentlich? Ach so, der hat da irgendwie Land von seinen Eltern geerbt, so Waldgebiet, und verdingt sich da halt so selbstständig als Jäger und verkauft das Fleisch und die Häute und so weiter und ist da auch ein bisschen einfach für den Wald so zuständig, so Försterarbeit. Ja, dann hat er mit Sicherheit eine Hütte irgendwo im Wald. Mhm. Dann wäre das doch das Richtige, wenn wir mal dieses Waldstück aussuchen. Mhm. Vielleicht, wie gesagt, ich sag's ja, Schlafwandler. Wenn er jeden Tag dort in diesem Wald ist, dann würde ich mich als Schlafwandler sofort auf den Weg machen.
Vielleicht ist der ja in diesem, als Schlafwandler in eine seiner eigenen Bärenfallen getappt und hängt jetzt fest. Das hoffe ich nicht für ihn. Aber es wäre wichtig, es vielleicht nachzuschauen. Allerdings, glaube ich, gibt es hier keine Bären. Aber du weißt nicht, ob er trotzdem Fallen aufstellt. Ja, so eine Schlingfalle für Hasen. Wolltet ihr noch mal zu Esther? Wegen der Waffe. Würde sagen, ja. Ja, sie macht euch die Tür auf. Sie haben ihn gefunden! Dankeschön! Wo ist der? Wo ist der? Und sie guckt so hinter euch. Nein, wir haben ihn noch nicht ganz gefunden. Wir... Beruhigen Sie sich. Wir hätten noch ein paar Fragen. Was denn? Es geht um die Waffe Ihres Mannes. Hatte er eine? Ja, natürlich. Und wo hat er die aufbewahrt? Ist immer in diesem Schrank da in der Diele. Das ist immer ein dickes Schloss davor, damit die Kinder nicht auf dumme Gedanken kommen. Wissen Sie, ob diese Waffe noch in diesem Schrank ist? Also sein Schlüssel ist auch noch da. Können Sie denn bitte einmal nachschauen? Sie geht in die Diele, guckt, dass kein Kind irgendwie da ist, nimmt dann das Schlüsselbund, nimmt dann den Schlüssel und schließt das Schloss auf und da ist sieht vollständig aus. Also da ist so eine doppelläufige Jagdflinte, Munition irgendwie in der Schranktür, aber das sieht jetzt nicht aus, als würde da was fehlen. Das ist eine sehr gut gepflegte Waffe, ganz akkurat da irgendwie untergebracht und ja, da scheint jemand sich auszukennen und das sehr pfleglich zu behandeln. Tja, das ist doch schon mal beruhigend. Nun, wir hatten uns überlegt, einmal das Jagdgebiet Ihres Mannes aufzusuchen und vielleicht ist er aus irgendwelchen Gründen dorthin gegangen. Hat er dort vielleicht eine Hütte? Ja, sicher. Er hat mich nie dorthin mitgenommen, aber Sie müssen da einfach in der den Waldweg folgen und dann müsste es eigentlich auch irgendwie ausgeschildert sein. Ich denke, das werden wir mal machen. Wir werden uns melden. Ich habe noch eine letzte Frage. Haben Sie eigentlich einen Keller? Nein. Leider ist es hier in dem alten Ortskern nicht unterkellert worden. Dachboden? Ja. Könnte ich mir den nochmal anschauen? Da ist es nicht aufgeräumt, aber meinetwegen alles, was hilft. Und ja, sie geht mit dir in den ersten Stock und da ist so ein klassisches Ding, was man so runterziehen kann. Ja, dann gehe ich mal da hoch und gucke mich da nochmal eben um, ob ich da irgendwelche okkulten Geschichten sehe. Abgebrannte Kerzen, Wachsreste auf dem Boden, Kreidereste eines Pentagramms oder ähnliches. Nee, da ist gar nichts Auffälliges. Da stehen irgendwie so kaputte Stühle und irgendwie so Zeug rum. Aber ansonsten sind da auch gar keine, das ist alles voll staubig, aber auch keine frischen Fußspuren oder sonst irgendetwas. Bücher oder so sind mir auch im Haus nicht aufgefallen. Ja, okay. In dem Haus gibt es gar keine Bücher irgendwie. Ich meine, keiner irgendwie groß. Dem Lesen zugetan. Gut, ja, dann, wir sind leider auch keine Spuren zu sehen. Dann werden wir uns mal in der Hütte umschauen im Wald. Vielleicht haben wir ja dann mehr Glück. Ja. Und, genau, dann macht ihr euch auf in Richtung Wald und ihr könnt dem der Beschreibung ganz gut folgen und lauft dann in Richtung der Angaben, die sie da so grob machen konnte. Ist auch immer mal wieder tatsächlich irgendwie so verwitterte Holzschilder, die da so den Weg weisen. Es gibt so ein paar ausgetretenere Fahrtwege, die wo tatsächlich Autos irgendwie Holz aus dem Wald rauskarren oder sonstige Wägen langfahren. Und ihr lauft da so lang und da seht ihr eine Gruppe von Menschen, die irgendwie da so im Kreis steht und irgendwie aufgebracht wirkt von Weiterem.
Im Wald. Wir sind nicht alleine. Ja, auf so einem Waldweg. Also da ist so eine kleine Hütte wie für Wanderer, wo mal so eine Bank irgendwie drin steht und ja. So man so Lagerfeuer irgendwie machen kann. Und da stehen so 5 Leute und gestikulieren irgendwie ganz wild. Und ihr hört, man hört auch von Weitem, die reden irgendwie so auch ganz aufgeregt. Und ja. Ach, vielleicht haben die ja etwas gesehen. Ja, gehen wir doch mal hin. Bei Fuß. Je näher ihr kommt, desto mehr hört ihr, dass die Leute irgendwie total angespannt und aufgeregt sind. Und ja, und irgendwann dreht sich dann auch einer zu euch um. Ah, sind Sie von den Polizisten? Wir haben doch Lorenz da hingeschickt. Sind Sie von der Polizei? In der Art. In der Art. Ja, dann können Sie uns ja weiterhelfen. Ja, David ist zum Wasserlassen da ins Gebüsch und jetzt ist er nicht mehr, jetzt kam er nicht zurück. Und sind Sie denn mal nachschauen gegangen? Ja, klar. Und da war nur so viel Blut auf dem Boden. Wir wissen aber, wir haben da nur einen Schrei gehört und dachte, er verarscht uns irgendwie, weil wir heute Morgen da schon so einen großen Blutfleck gefunden haben, da mitten auf dem Waldweg und er gestikuliert irgendwie weiter nach hinten. Aber ja, aber als wir dann dahin sind, war da nur jede Menge Blut und wo soll er das denn jetzt herhaben? Also solche Scherze spielt man sich aber auch nicht gegenseitig. Können Sie uns den Ort einmal zeigen, wo das ganze Blut ist? Welchen jetzt? Am besten beide. Kommen Sie mit. Und ja, er läuft erst mit euch so ein kleines Stück irgendwie in den Wald. Die scheinen da irgendwie Brotzeit gemacht zu haben. Sie haben alle so Latzhosen an und so schwere Gummistiefel. Da stehen so ein paar Äxte irgendwie. Das scheinen irgendwelche Waldarbeiter zu sein, die ja ihren Job halt machen und Bäume fällen und dann führt er euch halt so ein bisschen, 15, 20 Meter von der Stelle weg, so ein Stückchen in den Wald auch rein. Da ist der Boden irgendwie so ganz dicht bewachsen mit so Gestrüpp und altem Laubwerk und so weiter. Und tatsächlich seht ihr an so einem Baum, ist irgendwie so auf Hüfthöhe so ein dunkler Fleck am Stamm und auf dem Boden liegt der ganze Boden ist voller Blut vor diesem Baum. Und der dunkle Fleck ist auch Blut, oder? Nee, das ist eher Urin. Okay. Ach so. Also das ist jetzt die Stelle, wo der zum Wasserlassen gegangen ist. Ja, also sagt euch auch, ja der ist hier haben wir das ganze Blut gefunden und naja, man riecht, der hat ja anscheinend irgendwie Wasser gelassen. Ja, muss man ja auch mal. Ich würde gerne mal mein Glück bemühen und schauen, ob da eventuell ein Barfuß-Blutabdruck im Waldboden in der näheren Umgebung ist. Mhm, ja. Nein. Ich gucke sich das um, aber aufgrund der Bodenbeschaffenheit ist es auch echt schwer, da jetzt irgendwie so ganz klare Spuren irgendwie so zu sehen. Der Boden ist dafür nicht so ganz geeignet. Zumindest jetzt nicht im Wald an sich, auf den Wegen vielleicht eher, aber... Aber kann man denn irgendeine andere Spuren erkennen? Weil, also ich meine, dieser Körper muss sich ja irgendwie, muss ja irgendwie weggeschafft worden sein, irgendwie. Kannst du mal Verborgenes erkennen würfeln? Oder könnt ihr auch alle machen, wenn ihr möchtet? Und wenn ich habe so ein bisschen auch Medizin geskillt, wenn ich mir so diese Blutmenge anschaue. Jetzt muss ich tatsächlich würfeln, oder was? Ich habe gedacht, bei 3 muss ich nicht mehr würfeln. Aber auch ich nicht, nein. Oh Mann. Ja, also ihr kugelt da alle irgendwie von diesem Blutfleck. Vielleicht kann ja Doris was erkennen. Die fällt mit seinem Medizinwissen auf. Baum stumpf, oder? Wie bitte? Ist das ein Baum stumpf oder ist das ein Baum? Nee, das ist ein richtiger Baum. Also der lebt auch noch und. Also der wäre noch zum Fällen gewesen, wenn von so einem Baum, von so einem. Also der hat keine Markierung, der ist da einfach. Ach so, okay, das ist einfach nur ein Baum. Der wurde angepinkelt. Ja. Und dann beim Pinkeln hat er das Blut vielleicht gesehen.
Nein, das ist sein. Nein, das ist jetzt die Stelle, da sind zwei Blutflecken. Das ist jetzt da, wo dieser Baumpinkler umgebracht wurde. Und an einer anderen Stelle ist noch ein weiterer Blutfleck. Ich denke mal, ich gucke mal nach oben. Ist da irgendwie an der Baumrinde was? Irgendwelche Kratzspuren oder dass er im Prinzip von oben geholt wurde? Nee, also von oben sieht es ganz unauffällig aus irgendwie. Okay, sind was denn da irgendwelche Schleifspuren? Ja, also du kannst auf jeden Fall sehen, dass da um die Stelle herum so lauter auch die abgeknickte Äste sind und das Blut sich da auch so spritzerartig überall verteilt hat. Ist denn das so viel Blut, dass man davon ausgeht, dass da jemand nicht nur verletzt, sondern auch verblutet ist? Also ja, das sieht schon aus, als wären das so 3-4 Liter irgendwie. Also nichts, was man einfach mal so wegsteckt und auch schon... Das ist schon eine große Menge Blut. Das müssen riesige Verletzungen gewesen sein. Wer so viel Blut verliert, in so kurzer Zeit dann ja wahrscheinlich. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass die Blutspur, also dass eine Blutspur ist, die irgendwo hinführt. Also der hat vor Ort halt relativ viel Blut verloren und ihr seht, dass da natürlich schon so Schleifspuren in den Wald reingehen, aber die verlieren sich halt relativ schnell, weil der Bodenbelag so dicht ist, dass, genau. Also da gibt es jetzt keine so hardcore-dominante Schleifspur, die euch jetzt genau gen Norden oder so führt. Ja, also dafür ist der Boden ganz geeignet. Ihr könntet allerdings euch irgendwie mit Spurensuche oder sowas bemühen, da den Bluttropfen irgendwie zu folgen, wenn ihr das wollt. Da bin ich ganz gut. Spurensuche? Natürlich ist das... Ist ich stolper noch ein bisschen. Aber das kann ja dein Hund mega, Spurensuche. Ja. Ich habe leider keinen Charakter. Ich kann das überhaupt nicht. Aber die Käthe. Ja, Gerti ist völlig überzeugt. Also das führt direkt in diese Richtung und du stapfst da frohen Mutes genau in die entgegengesetzte Richtung. Weil Doris hat was geschnüffelt. Doris hat was erschnüffelt. In die Richtung. Während Käthe sich konzentriert und du kannst halt wirklich, das ist halt eine ganz, ganz feine Spur irgendwie, das irgendwie immer mal wieder so ein kleines Blatt, wo irgendwie dann so ein Tropfen anscheinend so drauf getropft ist und dann, es kostet halt enorm viel Zeit, da den Weg irgendwie zu finden, weil das halt immer nur so kleine Tropfen und Flecken sind, die da an den Ästen und an dem Gras irgendwie klebt und so. Wie weit waren wir jetzt von dieser Hütte weg, wo die gegessen haben quasi, oder ihre... Also das war eher so eine, das war jetzt nicht die Jagdhütte vom Jäger, sondern mehr so ein Wanderpunkt, wo mit so einer kleinen Holzbank und wo man so eine Lagerfeuerstelle hat. Eine Schutzhütte. Genau, so eine Schutzhütte, genau, und die Hütte vom Jäger, die da müsste... Nee, ich will nur jetzt wissen, der wird ja nicht, wenn der da bei denen Pause gemacht hat, wird der ja nicht 20 Minuten im Wald gelaufen sein, sondern dann wird der... Also es sind so 20 Meter ungefähr. Und da hat keiner was von denen gehört oder gesehen. Ja, die haben halt irgendwie... Einen Schrei. Also es hat, die haben, Benjamin hat euch erzählt, er hat einen kurzen Schrei gehört und die haben halt dann, sind nach ihm gucken gegangen dann. Dann war er weg. Und da war er aber nicht mehr da. Also das muss ja, ich meine, ich kenne mich da nicht so gut aus wahrscheinlich, aber... Wenn das so eine kurze Distanz war und so viel Blut, das muss ja eine Wunde gewesen sein, die gewaltig war. Da musst du ja schon einen Arm verlieren oder sowas oder ein Bein, damit du so viel... Kehle? Naja, selbst... Da musst du den Kopf, glaube ich, schon nach hinten reißen, damit da so viel spritzt. Ich würde fast sagen, in der Mitte durch, oder? Das weiß ich nicht. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. Aber Doris hat eine Spur in die Richtung... Das ist ja, das war ja auch ein Holzfäller, ne? Ein Jäger. Nee, also nein, der da jetzt verschwunden ist, das ist der David und der war auch einer von den Waldarbeitern. Das war so eine Gruppe, die da halt... Ja, und das sind ja keine 1,60 Meter und Konfektionsgröße 158. Leute.
Also das sind ja meistens schon... Nee, das sind alles, also wenn ihr euch die Gruppe so anguckt, das sind alles so richtige Typen, irgendwie die so 8000 Kalorien am Tag zu sich nehmen, um die Arbeit zu leisten, die da machen, ja, also... Flanellhemden. Ja, genau. Das Brusthaar quillt hier so raus überall. Ich gehe mal zu denen zurück. Ja. Haben sie irgendwas entdeckt? Ey, Mann, was ja, ist denn David? Außer der riesen Blutspur, die sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben, haben wir nichts festgestellt. Aber gab es in der letzten Zeit hier irgendwelche seltsamen Vorfälle im Wald? Nein, wir haben wirklich ganz normal unsere Arbeit gemacht. Also. Oder gibt es irgendwelche alten Geschichten, die man sich über diesen Wald erzählt, wenn man abends am Lagerfeuer sitzt, diese typischen Spukgeschichten oder sowas? Weil das ist ja eine kranke Nummer da hinten. Ey, so viel Blut, ey, was ist mit ihm passiert? Aber nein, also wir machen hier ganz normal nur unsere Arbeit und die, also wir haben auch schon geguckt, aber die Echse, also Davids Axt steht da auch noch, er hat die auch, warum sollte die auch zum Pissen mitnehmen, ja? Also es macht ja über alles keinen Sinn, sind alle vollständig hier, also kannst auch, wenn du da kurz einen Hinblick hinwirfst, da ist jetzt auch keine Blut verschmiert oder so und steht da rum, sondern das sind irgendwie, 5 Typen sind da ja noch, die waren zu 6, da stehen 6 Äxte ordentlich aufgestellt, dass da keinem was passieren kann oder keiner da irgendwie reinstolpern kann oder sonst irgendwas und ja. Aber sie hatten doch noch von einer weiteren Blutlache erzählt. Ja, das ja. Richtig verstanden. Da drüben, wir haben uns heute Morgen schon gewundert, weil klar, es wird hier immer mal ein Tier gerissen und so, aber schon dann würde man zumindest irgendwelche Überreste irgendwie finden oder sonst etwas. Und aber wir haben, das ist einfach nur eine riesige Blutlache. Kommen Sie mit? Und Benjamin geht wieder vor und führt euch zu der anderen Blutlache, die ist ungefähr so 150 Meter auch von diesem Schutzhäuschen entfernt und ist wirklich so mitten auf dem Waldweg. Irgendwie, ja, auch wirklich wieder auch eine gleiche, ähnliche Masse an Blut, die da irgendwie ist. Die Bäume ringsherum sind auch mit Blut bespritzt. Und ja, also das sieht aus wie ein übelstes Massaker, aber ihr könnt ja jetzt auch keine Körperteile oder irgendwas sehen. Ja, ich möchte nach Stofffetzen suchen. Schlafanzugstoff. Mhm, ja. Das Verborgenes erkennen würfeln? Nein. Aber vielleicht kann Doris ja was erkennen, was erschnüffeln. Darf ich auch nochmal Verborgenes erkennen machen? Mhm, ja. Oh, Doris hat eine Spur. Sie hat eine Spur. Da, seht. Dein Hund, ja, oder du hinterher. Zieht dich in den Wald. Also du folgst da den Blutspuren, die da, setzen sich da wie bei dem anderen auch irgendwie so ein bisschen fort, halt auf den Gebüsch, auf den Ästen und so weiter, aber führen auch in den Wald hinein. Ja, aber sehe ich denn jetzt, dass die Irre in die gleiche Richtung rennt, wie die andere Spur geführt hat, oder rennt die irgendwo anders hin? Also würde ich vermuten, dass die irgendwie zusammengeführt werden irgendwo? Ja, das Problem bei ihr ist ja, dass sie das erste Mal verkackt hat und in eine völlig andere Richtung gerannt ist. Aber du kannst, wenn du das jetzt irgendwie dir anguckst, die führen in dieselbe Richtung. Okay. Ja, dann würde ich sagen, eilen wir mal Doris hinterher. Ja, Käthe hat ja auch die Spuren irgendwie, bist du mit den anderen noch mitgegangen oder hast du das irgendwie so ein bisschen weiterverfolgt? Ich habe das weiterverfolgt. Okay, das ist halt wirklich enorm aufwendig, weil das natürlich keine Neonpfeile irgendwie so drauf zeigen. Man muss immer wieder gucken und sich so von einem Busch zum nächsten irgendwie hangeln. Aber ihr könnt dann den Weg weiterverfolgen. Und der führt immer tiefer und tiefer in den Wald hinein. Wir auch. Tiefer und tiefer in den Wald hinein. Wir wissen aber noch gar nicht, wo die Jagdhütte ist, ne? Nee, das hättet ihr die auch fragen können, das hätten die euch beschreiben können, das ist aber nicht in der Richtung. Also. Okay. Ja, und wenn ihr da so
langlauft oder euch da den Weg, ist es sehr mühsam, weil das natürlich ist natürlich nichts freigeräumt und so. Man muss immer wieder über Äste steigen, die Dornen reißen an euren schönen Hosen und hast du deine neuen Beinkleider an oder hast du sie Alter in der Tasche? Alter Schwede, wenn meine neue Hose jetzt wieder direkt kaputt geht, ey, dann brauche ich aber einen Vorschuss auf mein Gehalt. Das geht ja gar nicht. Ja, und so eine Kordhose kriege ich nie wieder. Das war die letzte ihrer Art. Besonders ist sie auch ihrer Zeit voll voraus, ne? Ja, und ihr seht, stapft da durch den Wald. Das dauert ungefähr anderthalb Stunden, bis ihr dann vor euch seht, dass der Wald so ein bisschen lichter wird. Und anscheinend auch so eine Art, ja, auf eine Lichtung irgendwie, dass der Weg zuführt, den ihr da verfolgt. Boah, endlich okay. Wird's Gelände zugänglicher. Vielleicht sind hier ein paar Spuren zu erkennen. Ja, der Boden ist hier nicht so ganz stark bewachsen und da könnt ihr auch wieder deutlicher so Schleifspuren auf dem Boden. Das Blut ist hier, kann man hier so ein bisschen besser erkennen. Und da sieht man auch, dass da irgendwie Schleifspuren zu sehen sind. Vielleicht doch wildes Tier, hä? Und wo führen die jetzt hin? In die Mitte der Lichtung? Ja, zur Lichtung, ja. Und da stehen bestimmt irgendwelche Menhire, die einen Kreis bilden und... Nein, da steht eine Hütte. Hütte? Ihr könnt das nicht so gut einsehen, weil natürlich da trotzdem irgendwie noch so Bäume eure Sicht versperren. Also ihr müsstet näher ran, um euch da wirklich komplette Sicht irgendwie zu... Ich schlag mal meine neue Lederjacke hinten so ein bisschen weg und ziehe halt so ein Überlebensmesser so der Größe. Oh. Moment. Was ist mit uns als PIS-Agenten? Haben wir eigentlich Waffen? Tja, habt ihr die mitgenommen oder habt ihr sie nicht mitgenommen, ist die Frage. Also die Frage ist, ob wir eine Dienstwaffe haben. Wenn ich eine Dienstwaffe habe, habe ich die natürlich mitgenommen. Dann hätte ich auf jeden Fall auch meine Pistole dabei. Ich hätte auch eine dabei. Gebt dir keine Pistole. Der schießt noch den Hund. Okay, also gehen wir davon aus, dass wir so eine kleine Handfeuerwaffe dabei haben. Okay. Ja, dann ziehe ich die und gucke etwas irritiert auf den imaginären Hund. Was ist? Nichts, alles gut. Wir sollten uns vielleicht anschleichen. Ich halte Doris zurück. Doris, bleib und ja, nichts passiert, was soll auch passieren. Und ihr schleicht euch an die Lichtung heran und seht dann, als ihr die Bäume immer weniger werden vor der Lichtung, vor euch, seht ihr, dass irgendwelche seltsamen Gestalten in den Bäumen hängen und wie gepfählt auf der Lichtung auf solchen Stöcken hängen, wie so eine Art Vogelscheuche. So. Oh. Gestalt, also sind ja Vogelscheuchen oder Menschen? Ja, ihr könnt es noch nicht so ganz gut erkennen. Also noch, ihr sagt ja, dass ihr geschlichen seid. Also die hängen in den Bäumen und sind aufgefällt oder? Also es sind verschiedene Gestalten so und die hängen halt entweder so in den Bäumen, so marionettenartig, oder sind halt wirklich so einmal komplett so durchgepfählt, stehen die da auf der Lichtung. Und wie viele ungefähr? Das sind 7. 7. Jemand in Nachthemd? Mhm. Ist sowas normal oder ist paranormal? Kommt drauf an, ob die sich gleich bewegen. Wenn die sich gleich bewegen, dann ist es paranormal. Wenn die jetzt nur da hängen, ist einfach nur normal. Okay, ist komische Vereinigung, was ihr habt. Aber egal, ich bin jetzt auch bei Peace. Ja, ich schleiche mich von der Nicht-Fensterseite an das Haus, an die Haus. Sollen wir uns nicht erstmal zu so einer Vogelscheuche schleichen und gucken? Die sind doch da ums Haus, oder?
Also ich stelle mir es gerade so vor, dass das halt, wie gesagt, so eine Lichtung ist und ihr schleicht euch gerade erst durch die letzten Baumreihen, bis es tatsächlich okay. So, bis ihr tatsächlich auf der Lichtung seid. Aber die Leichen sind ums Haus, die so habe ich das. Ja, die sind so auf dieser, also die Lichtung ist halt so ungefähr so 25 mal 25 Meter, wie so ein Kreis, ja, in der Mitte oder so ungefähr in der Mitte steht diese Hütte und da sind trotzdem noch so zwei, drei vereinzelte Bäume, wo diese marionettenartigen Gestalten okay. hängen und dann diese Pfähle. Also das, ja, dann ja. habe ich es eh richtig verstanden. Ja. Mhm. Ja, dann an einer Nicht-Fensterseite an das Haus ranschleichen. Ja, genau. Ihr, was macht ihr jetzt? Wollt ihr euch, schleicht euch zur Hütte oder an so eine, an so ein Ding ran? An so ein Ding ran. Also ich möchte mich an so ein Ding ranschleichen. Also euch ist es eben schon aufgefallen, aber je näher ihr dieser Lichtung kommt, desto stärker riecht es nach Blut und Fäulnis auch irgendwie schon. Die Sonne scheint ja, knallt, ist jetzt ungefähr ja Mittagszeit so rum. Die knallt da auf diese Gestalten, die da hängen und die ganze Lichtung ist, sieht auch aus, als wäre die irgendwie nochmal in Blut gebadet und es stinkt bestialisch nach Tod und Blut. Und wenn ihr so einem, wenn ihr so euch an so eine Gestalt heranschleicht, dann seht ihr, dass das irgendwie anscheinend, das sieht irgendwie aus, als wäre die aus so Flicken zusammengenäht. Also nur, dass das keine Flicken sind, sondern das irgendwie aussieht wie so, ja, so lederartig aussieht irgendwie so. Also ich kenne mich ja mit Medizin aus. Ich schaue mal, also ein bisschen zumindest. Ich würde dann da mal hingehen und mir das genauer angucken. Ja, du gehst da genauer hin, an so eine gepfählte oder an so eine hängende? Eine gepfählte. Ja. Ja, du guckst dir das genauer an und musst irgendwie so ein Würgen unterdrücken, weil du siehst, dass es anscheinend aus Haut zusammengenäht ist, was du da erkennen kannst. Die Haut scheint unterschiedlichen Ursprungs zu sein und wurde irgendwie mit groben Stichen irgendwie zu so ja, puppenähnlichen Zügen zusammengenäht. Also es gibt so ganz grob schlächtige Beine und Arme und die ist einfach irgendwie so einmal von oben nach unten irgendwie so einmal auf so einen Pfahl aufgesteckt worden und hängt da dann halt irgendwie so rum. Gesicht? Ja, die hat auch ein Gesicht, was halt gerade so nach unten hängt. Das ist auch irgendwie aus so einem, wie so ein Kopf halt irgendwie so drauf genäht. Und da quillt auch an irgendwie so Moos und Blätter quillt da überall an den Nähten so raus. Und es scheint halt damit ausgestopft worden zu sein, dass es so ein bisschen Halt hat. Und es stinkt bestialisch. Es stinkt so dermaßen. Oh. Du musst mal eine Stabilitätsprobe machen, als dir klar wird, dass das Menschenhaut ist. Ich weiß noch, im Grundkurs, im Pathologiekurs, so hat es da gerochen. So ekelhaft wie hier? Was machen ungefähr. Die anderen? Unterm Fenster durch zur Eingangstür schleichen. Sobald du dich der Tür näherst, ertönt ein schriller Schrei, der völlig unnatürlich klingt und diese Gestalten in den Bäumen und auf den Pfählen beginnen sich ruckartig. Oh nein! Marionettenartig nochmal. Bewegen. Und damit schließen wir heute. Und oh mein Gott! Schauen, was die Investigatoren nächste Woche erleben. Ja, paranormale cool. Fälle hier. Siehst du, ich habe es doch gesagt, ich wusste es doch. Hello. So, Steffi, danke für dieses schöne Abenteuer bis dahin. Es wird jetzt spannend nächste Woche. Nächste Woche Montag 2015 geht es weiter, ganz normal, ne? Gesagt. Jo, wir spielen am Donnerstagabend um 20.15 Uhr Rime of the Frost Maiden und dann am Sonntag spielt die Julia mit uns Dungeon Crawler. Crawl? Classics. Crawler, ne? Classics, ja. Ja, und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, wie es da geht.
die Fragen im Chef, im Chat, wie lange das wohl geht, Steffi. Sagen wir nicht, ne? Oder? Also, ja, ihr seid ja jetzt auch die erste Gruppe, mit der ich das spiele, deswegen, oder die zweite. Wobei die erste. Ihr seid ja die erste Gruppe, mit der, oder die zweite. Weil ich dachte, Grenzland geht viel länger und jetzt spielen wir halt parallel einfach, ja. Ja. Und ich denke mal so 4-5 Abende ungefähr, aber okay. Schwierig zu sagen. Sind die anderen schon weiter? Ein bisschen, aber nicht viel. Okay. Gut, ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Stelle auch zum Cutten und dann würde ich sagen, machen wir Schicht für heute. Voll der Cliffhanger. Jo, ich freue mich auf nächste Woche, wenn es weitergeht und ja. Mega. Wie gesagt, was die Woche noch ansteht, habe ich euch gesagt. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Guten Abend. Tschüss. Ciao.